Okay, okay, okay. Ne, Stream für Stream kommen wir der Sache näher. Hi, Löffelkreis. So, es sind noch nicht alle da oder es sind noch nicht sehr viele da. Deswegen werde ich das wahrscheinlich noch öfter während des Streams heute erklären. Wenn auch danach gefragt wird vor allem. Aber ich sag's jetzt schon mal für alle, die da sind. Ich habe mir Ziele überlegt. Ich habe mir überlegt, dass wir, glaube ich, hoffentlich ziemlich cool, dass ich für jedes Resident Evil Spiel, das ich durchspiele, in der Zeit, die ich brauche, es durchzuspielen, Ziele für euch habe, die es zu erreichen gilt, und dafür wird dann cooler Bonus-Content freigeschaltet, der auf jeden Fall was mit Resident Evil zu tun hat oder mit Survival Horror allgemein und immer auch mit dem Spiel, das wir gerade spielen. Bonus-Content, mehrere, also es werden zusätzliche Streams, vielleicht auch zusätzliche Let's Plays freigeschaltet, gucken wir mal, auf jeden Fall mehr Content und immer passend zu dem, was wir gerade spielen. Und so gibt es jetzt auch aktuell für Resident Evil 1 zwei Ziele, die wir hoffentlich in der Zeit, in der ich das Spiel jetzt noch durchspiele, erreichen werden. Das wäre ziemlich cool. Und zwar seht ihr schon oben am Bildschirmrand das erste Ziel, dass wir nämlich 50 Abonnenten hier auf Twitch erreichen. 50 Abonnenten wäre das Ziel, solange wir noch mit Chris Resident Evil 1 durchspielen. Und genau, dann wird eben ein cooler Bonus unlocked. Ich habe mir da ein paar coole Sachen überlegt. Ich weiß noch nicht genau, ob ich euch vielleicht auch ein bisschen abstimmen lasse zwischen den verschiedenen Bonis, die ich mir pro Spiel überlegt habe, oder wie wir das machen, gucken wir mal. Ich weiß es noch nicht. Das machen wir, wenn es soweit ist. Und das zweite Ziel ist, dass wir auf dem Let's Play-Kanal, wo ja dieser Stream hier und wo weitere Folgen hochgeladen werden, in der Zeit, in der dort Resident Evil 1 noch läuft, 4044 Abos zusammenkriegen. Das sind jetzt noch knapp, wie viel sind es? 32, 36 Abos. Das ist sehr machbar. Wenn ihr den Let's Play-Kanal von mir noch nicht abonniert habt, dann macht das doch vielleicht am besten jetzt. Wenn ihr schon dabei seid, dann erreichen wir das Ziel schneller. Ich wusste nur nicht, wie ich das einblenden soll, ehrlich gesagt. Sonst hätte ich auch hier irgendwie, hier ist der Link zum Let's Play-Kanal, sonst hätte ich das auch eingeblendet, das Ziel, dass man das sehen kann. Aber da werde ich einfach öfter mal kontrollieren und euch auf dem Laufenden halten. Und mit ein bisschen Glück schaffen wir die beiden Ziele noch. Und das würde mich sehr freuen, weil ich wirklich sehr coole Sachen mir überlegt habe, die hoffentlich erreicht werden. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das geheim halten soll, was die Überraschungen sind, was der Bonus-Content ist. Es hat schon Mehrwert, würde ich sagen. Super, Dankeschön schon mal. Da steht aber 36 von 40 und nicht 50. Habe ich 50 gesagt? Ich meinte auch 40. Die Anzeige stimmt. 40 reichen. Ich habe mir gedacht, jetzt mal für das Let's Play von Resident Evil 1, weil so lange dauert es nicht mehr, erstmal kleine Ziele, ne? Und dann schauen wir weiter. Vampire Girl wird wieder mit Werbung zugespammt. Damn. Hi, John Wick. Okay, Leute, dann würde ich sagen, fangen wir an. Oh nein, ich hab vergessen, mir was zu trinken zu holen. Ich hole mir noch schnell kurz ein köstliches Getränk. Aber ich bin sofort wieder da. Ich brauche keine Minute. Und dann fangen wir an. Kleinen Moment. Zurzeit ist Twitch mit den Werbungen ein bisschen crazy, ne? Ich habe auch das Gefühl. Ah. Ja. Der Linky ist da. Leider verdecke ich ihn. So, okay. Let's go. Ja, ich meine, wisst ihr, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe vor dem letzten Stream, als das losging mit der sehr vielen Werbung, als mir das öfter gesagt wurde, bei mir auf Twitch in den Einstellungen rumgespielt und habe da viel eingestellt und viel Gutes eingestellt und verbessert und viel verstanden.
Und ich bin mir nicht sicher, ob ich versehentlich irgendwas mit Werbung eingestellt habe, wenn das vorher nicht so war. Ich weiß es wirklich nicht. Grundsätzlich verdiene ich ja natürlich mit, aber jetzt hier auf Twitch, na, lohnt sich die Werbung für mich ehrlich gesagt, glaube ich, nicht in einem Ausmaß, dass man das so aggressiv machen müsste. Ich guck mal bis zum nächsten Stream, ob ich da noch mal schauen kann, ob ich da Kontrolle in irgendeiner Form drüber habe. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, dass ich hier jetzt aktiv eine Werbung schalten könnte, wenn ich wollte, ne? Aber ob ich da irgendwas automatisiert habe oder so, keine Ahnung. Ich guck mir das mal nochmal an. Hey, Benny the Nerd. Hi, willkommen im Lurk. Genau, auf YouTube verpasst man nichts. Das ist nämlich schon wirklich doof während des Livestreams. Aber gut, ich hoffe, ihr habt es ungefähr mitbekommen. Das Wichtigste, wenn wir das Ziel da oben erreichen, 40 Subs noch, also 4 Subs noch, 40 insgesamt, dann gibt es einen echt coolen Bonus. Und ich hoffe, ohne Witz, wir schaffen das noch, während ich Resident Evil 1 spiele. Denn der Bonus wäre sehr nice und sehr cool für mich und für euch gleichermaßen. Und wenn wir während Resident Evil 1 durchgespielt wird, auf dem Let's Play-Kanal die 4044 Abos noch kriegen, das dürfte auch klappen. Denke ich, gibt es auch noch mal einen sehr coolen Resident Evil 1 bezogenen Bonus. Cool, warte mal, ich schau mal ganz kurz. Wir sind jetzt bei 4011 schon. Was war denn das gerade? Habt ihr es gehört? Ich habe gerade beim Sagen gepfiffen. Das ist mir auch noch nie passiert. Ich kann es auch gar nicht reproduzieren. Ah, so ungefähr wahrscheinlich. Also da fehlt nicht mehr viel. Ich bin guter Dinge, dass wir die Bonus hinkriegen. Wäre sehr nice. Hallo FM Defender. Coolio, cool, dass du da bist. Glaubst du, dass von Dead Rising 1 ein Remake oder Reboot kommt? Oh, boah, keine Ahnung. Also ich meine, Capcom hat ja jetzt, kann man schon sagen, denke ich, mit Resident Evil sehr gute Erfahrungen gemacht, was Remakes und so angeht. Insofern gucken wir mal. Hey! Megamonga 89 ist jetzt ein Birdrider. Mögen die Tentakel der Tiefe mit ihm sein. FM Defender, vielen Dank fürs Abo verschenken an Megamonga. Hi, euch beiden und Dankeschön. Das heißt, wir sind jetzt schon, wo sind wir denn jetzt schon? Wir sind nur noch drei, ich bin guter Dinge, das schaffen wir. Wir sind nur noch drei Abos entfernt vom Bonus. Na, wird cool. Dankeschön, freut mich sehr. So, beim letzten Mal, falls ihr die Folge gesehen habt, bin ich durch die Villa gelaufen und habe alle Türen abgeklappert und habe dann festgestellt, dass ich vorher alle meine Schlüssel in die Kiste gelegt habe und ich deswegen keine Tür öffnen konnte. Und jetzt machen wir das Ganze nochmal mit Schlüssel. Mal schauen, ob wir einen Unterschied feststellen. Oh Mann, oh Mann. Ich glaube, hier müssten wir gar nicht reingehen, ne? Vollkommen optional, aber wenn ich sehe, dass hier schon Pistolenmunition liegt, was definitiv schon mal eine gute Entscheidung. Ist auch einfach ein geiles Let's Play geworden. 20 Minuten lang durch ein Haus laufen, ohne Schlüssel, durch keine Tür durchkommen. Eigentlich schon ziemlich nice, muss ich sagen. Das ist der Content, ne? Muni sollte man mitnehmen. Ja, habe ich jetzt für den Zombie eigentlich schon fast wieder verschossen. Yeah, endlich mal einen kleinen Schlüssel benutzt. Und Schrotflintenmunition. Sehr schön. Wie sagt ihr jetzt gleich nochmal? Ich bin, glaube ich, der einzige Mensch auf dem Planeten, das falsch sagt, aber weiß ich für mich beides richtig anhört, kann ich immer nicht, weiß ich immer nicht, was jetzt stimmt und was nicht. Also was für die meisten stimmt und was nicht. Ich glaube, offiziell gibt es das ja nicht. Aber sagt ihr jetzt der oder das Zombie? Ich glaube, der Zombie ist allgemeiner anerkannt, oder? Statt das Zombie. Ich finde beides voll okay. Hi, Mr. Snake. Der Zombie. Mhm. Der. Okay. Da hinten ist der Bonusraum. Den können wir jetzt, glaube ich, auch deswegen nicht nutzen, weil... Was? End-Zombie? Den können wir jetzt auch deswegen nicht nutzen,
weil ich ja quasi das Spiel auf Englisch durchgespielt habe und das zählt nicht. Also jetzt spielen wir es ja auf Deutsch, das sind quasi zwei verschiedene Spiele. Genau. Zockst du den zweiten Teil auf der Dreamcast? Richtig nice. Den zweiten Teil habe ich mir auch schon überlegt, wie wir das machen. Den werden wir auf der, auf dem GameCube spielen. Beziehungsweise, ich habe ja Originalversion alles hier, vielleicht auch einfach emuliert, einfach der Einfachheit halber. Gucken wir mal. Der Zombie. Hab noch nie das gehört. Okay. Ich sage in meinen Videos ständig das. Ich weiß, dass du meine Videos guckst. Also, das kann nicht stimmen, dass du das noch nie gehört hast. Ich gehe jetzt mal kurz in den Garten raus, wobei da, glaube ich, nur zwei Hunde und ein bisschen Kraut stehen, ne? Aber vorsichtshalber, nicht, dass ich irgendwas Wichtiges vergesse, gucke ich mal schnell raus. Zock aktuell den HD-Remake vom ersten. Ja, ja, der kommt auch noch. Der steht auch auf unserer Liste. Auf unserer To-Do-Liste. Ja, ich denke schon. Also ich finde die GameCube-Version super. Die ist halt einfach nur eine leicht aufgehübschte Version von der Originalversion, ne? Insofern, da kann man nicht viel falsch machen. Ich benutze hier den Schlüssel schon allein, damit ich weiß, wenn wir wirklich alle Schlüssel geöffnet haben und der abgelegt wird, ne? Allein deswegen ist das schon eine gute Idee. Aber das Inventar ist voll. Ja. Ich guck nur schnell, aber ja. Nur ein Hund und Kraut, sonst ist da nichts. Ich gehe schon wieder. Ich bin schon wieder weg. Nee, die Schlange hast du nicht verpasst. Bei der Schlange war ich noch nicht. Erwischt, an die Videos habe ich nicht gedacht. Na, schau. So, das ist das jetzt der Shotgun-Fallenraum? Nein, das ist nicht der Shotgun-Fallenraum. Das ist der Badewanne-Raum. Der Badewanne-Raum. Da war nur ein kleiner Schlüssel drin, genau. Dann ist das hier der Shotgun-Fallenraum. Aber bei Chris brauche ich ja erst die kaputte Shotgun. Und die, ich glaube, ich weiß, wo die ist. Ich kann mich erinnern. Ne? Kaum habe ich es einmal durchgespielt, schon erinnere ich mich an Sachen wieder. Dann muss ich dahin, wo die drei Zombies leben. Noch. Hey, aber, ja, nee, genau. Gut. Du musst die kaputte Schrotflinte im Nebenraum. Genau, genau, genau. Genau, das sowieso. Willst du es nicht versuchen ohne die kaputte? Nee. Erstens habe ich keinen Inventarplatz mehr frei. Es geht also gar nicht. Und zweitens weiß ich noch, dass es mit Chris nicht funktioniert. Ich bin mir echt nicht sicher. Ist das ein Instant Death mit Chris? Wenn ich da jetzt die Schrotflinte nehme und dann in den Fallenraum gehe, bin ich dann wirklich sofort instant tot? Ist das Spiel da echt so gnadenlos? Ich kann mich nämlich nicht mehr erinnern. Dann gibt es ein Chris Sandwich. Ja, genau. Hallo, Blackie Cat. Ja, wirklich, wirklich tot. Ja, hab ich mir gedacht, aber ich war mir nicht mehr sicher, ob das Spiel da wirklich so gnadenlos ist oder ob man irgendwie die Chance hat, wenigstens zurückzugehen und die Schrotflinte wieder aufzuhängen oder sowas, ne? Das ist schon mies. So, den kleinen Schlüssel nehme ich auch mal wieder mit. Ja, hilft nichts. Inventar zugemüllt mit Schlüssel. Warum braucht ein Schlüssel eigentlich genauso viel Platz wie eine Schrotflinte? Kann mir das mal jemand erklären? Chris ist halt der schwere Charakter, das stimmt. Tja, so ist das eben. Ich verstehe es auch nicht. Aber ich habe es ja schon mal gesagt, ne? Man kann das schon storytechnisch begründen, wenn man will, warum die Tür nicht einfach eintreten können. In dem Spiel noch viel mehr als in vielen anderen Videospielen, weil Spencer halt die vielleicht einfach sehr stabil gebaut hat. Insofern, ne, kann es schon sein. Der Hike, vielen Dank fürs Follow und schön, dass du mit dabei bist. Hallöchen. Weil Schlüssel was Besonderes sind, ja.
Ich könnte in diese Tasche hier entweder einen einzelnen kleinen Schlüssel stecken oder eine Schrotflinte. Das sind die Regeln. Kann man nichts machen. Moment mal, aber ich gehe jetzt noch gar nicht zur Schlange. Ich wollte jetzt zur Schlange gehen, aber das ist ja Quatsch. Wir haben die Schrotflinte noch nicht. Jetzt gehe ich erstmal zurück unter die Treppe. Das ist immer verwirrend, ne? Beide Safe Rooms sind unter der Treppe, aber ihr wisst, was ich meine. Vielleicht geht die Tür nach außen. Ja, aber so normale amerikanische Türen kann man einfach durchtreten. Die muss man nicht mehr auftreten. Da kann man einfach gerade innen, in Innenräumen. Das Labor mit dem Hai ist dein Lieblingsraum. Der ist ja einer von vielen Orten, der im Remake nochmal ordentlich gepimpt wurde, ne, im Vergleich zum Original. Okay, Leute, ich versuche jetzt, dass wir an den drei Zombies vorbeischlängeln uns. Loser. Da können wir noch nicht rein, ne? Nee, da können wir nicht rein. So, und da unten stehen jetzt auch noch mal meine drei anderen Freunde. Ja, wenn er da schon seinen Boulder Punch könnte, ne? Dann wäre das wäre sehr munitionssparend. Ich glaube, so ein Resident Evil 9 mit Chris und normalen Zombies wäre voll langweilig, weil der wird die einfach mittlerweile einfach mit bloßen Händen zerfetzen. Die hätten ja überhaupt keine Chance mehr. So normale, langsame, stinkige Zombies. Ich meine, ja, ne, erhöhtes Muskeldichte, Gewebe und so weiter. Aber pff, easy. Puh, gut gemacht. Ja, ist denn heute schon Halloween? Es ist basically für mich Halloween. Oktober, das ist immer so der Feiertagskalender, ne? Ah, ich habe mein Inventar ein bisschen ausgeräumt. Ab 1. Oktober ist Halloween und das geht dann bis 1. November und ab dann ist Weihnachten. So ist das Ende des Jahres bei mir eingegliedert. Anfang des Jahres ist nicht so schön vollgepackt mit tollen Feiertagen. Es ist Stocktober. Evil-Toba. Die Schreibtischschublade ist verschlossen. Möchten Sie den benutzten Schlüssel? Jawohl. Dankeschön. Ja, yeah, mehr Schrotflintenmunition. Das ist gut. Das trifft sich gut mit dieser Schrotflintenmunition. Fast so, als ob das Spiel wüsste, was ich jetzt als nächstes vorhabe. Wollen wir eigentlich gegen die Schlange kämpfen oder soll ich versuchen durchzulaufen, um mir das Medaillon einfach zu holen, ohne zu kämpfen? Ich habe mir das mal angeguckt. Ich glaube nicht, dass ich die Schlange sehr gut manipulieren kann. Und insofern werde ich sehr oft getroffen werden. Also kann ich, glaube ich, genauso gut gegen die kämpfen. Munition würden wir sparen, wenn wir nicht kämpfen. Gucken wir mal. Hey, rosa flausche Wolke. No Combat klingt gut. Versuchen wir es mal. Wir kommen schon lebend raus. Und wenn sie mich vergiftet, vergiftet sie mich. Ist ja nicht so schlimm. Weil dann nehme ich jetzt die Schrotflintenmunition gar nicht mit. Dann hole ich jetzt die Schrotflinte aber trotzdem noch. Und dann gehen wir zur Schlange. Passt schon. Warte mal, dann speichere ich mal schnell. Hast du dich schon entschieden, ob du diesen einen Spiel streamst und ein Spiel... Was? Hast du dich schon entschieden, ob du dieses eine Spiel streamen und ein Spiel YouTube machst? Du musst das nochmal neu formulieren. Ich weiß nicht, was da steht. Ich finde toll, dass da 200 Cartridges drauf sind, aber du nur wenige Schüsse bekommst. In so einer Schrotflintenkartusche. Tja. Die Bananenflinte, ja. Es stimmt wirklich. Ich finde es so nervig, dass man im Original einfach noch nicht das machen kann, ne? Dass man die einfach noch nicht auf einen Stapel legen kann und die sich automatisch addieren. Voll nervig. Hi da, Stefano. Wie geht's?
Ja, auf der Xbox steht 200 drauf. Ah, okay. Na, das sind halt die meisten schon verbraucht, ne? Sind halt schon, wurde halt schon 193 Mal geschossen, anscheinend, aus dieser Kartusche. Oder kann, ich kenne mich mit so Waffen und sowas nicht aus, kann 200 irgendwie sowas wie ein Kaliber sein oder irgendwie sowas in der Art? Ist das möglich? Senior Rotbart, hi, schön, dass du mit dabei bist. Quasi fast ein Namensvetter oder so ähnlich. Ein Eigenschaftsvetter von mir. Hi. Okay, gut, dann holen wir jetzt... Na, schauen wir mal. Keine Ahnung. Ich gehe jetzt erstmal an den Zombies vorbei. Wahrscheinlich. Ja, ich habe keine Ahnung von sowas. Ich habe aus alles, was ich über Waffen weiß, weiß ich aus Videospielen. Und wenn ich mal irgendwie Shooter oder so spiele, dann eigentlich fast immer futuristische oder welche mit Fantasy-Elemente. Also weiß ich nichts. Ich kann euch viel über die Waffen aus Perfect Dark sagen. Ich bin, wenn ich so Fallout-Lore-Videos mache, da geht es ja oft um irgendwelche Waffen und Munitionsarten und sowas, bin ich immer komplett überfordert, wenn es schon alleine darum geht, die Kaliberarten richtig auszusprechen. Wie sage ich denn das überhaupt? Okay, 9mm kriege ich noch hin, aber dann wird es schon schwierig. Da heißen irgendwie welche GVT.90F oder was weiß ich was. Und ich habe keine Ahnung, muss ich das, sind das Buchstaben oder ist das ein Wort oder was mache ich? Was mache ich mit dem Gezwirbel? Hey, Dark is the Wolf. Danke fürs Followen. Und auch dir, der Hike und Senior Rotbart. Wir haben jetzt schon seit 3 Streams keine Notifications mehr für Followen. Gab's eigentlich mal. Ich weiß nicht, was mit dem passiert ist. Die sind verschollen. Deswegen übersehe ich es immer. Aber schön, schön, dass ihr alle da seid. Vor allem sind hier bei der Treppe 3 Zombies, bei Chill waren es nur 2, glaube ich. Könnte ich mir vorstellen. Es gab auch schon eine andere Stelle, wo ich mir gedacht habe, hä, da war doch bei Chill kein Gegner, come on. Könnte schon sein. Bom, bom. Sie haben dies gerade benutzt, Chill-Schlüssel. Dieser Schlüssel ist jetzt nutzlos. Wegwerfen? Bitteschön, das wäre sehr nett. Ich habe noch nie verstanden, warum man die aufheben sollte. Aber ich schätze, es gibt Leute, die sagen, nö, ich möchte das in meine Kiste legen. Als Medaille quasi, als Mahnmal meines Triumphs. Vielleicht. Warum nicht? Ich würde durcheinander kommen. Jan! Oh, das ist ungünstig. Da habe ich uns jetzt in eine blöde Situation navigiert. Okay, Achtung. Deswegen sind wir hier. Die nehmen wir mit. Vergiftet sind wir schon, aber das macht ja nichts. Ich hätte Heilung mitnehmen sollen. Uiuiuiui. Okay, alles gut. Hunde springen unten im Flur rein, sonst weiß ich es jetzt gerade nicht. Und über den Zaun im Garten. Munition habe ich nicht mitgenommen, ich weiß ja. Ich weiß. Oh, ich hatte es wegen der Heilung, ne? Wollte ich raus da. Aber hey, was wir Munition gespart haben, dafür, dass ich jetzt nicht auf Jan geschossen habe, ne? Das passt schon, glaube ich. Hoffentlich. Blip. Yo, Rebecca, wir müssen jetzt leider an sehr vielen Zombies vorbeilaufen. Es tut mir leid, ich hab's in der ersten Stunde des Spiels vermasselt, dass ich die 3 kille. Was mich immer noch ärgert. Aber gut, so viel Munition verschossen für nix.
Ich habe mal alle Schlüssel gesammelt, um zu schauen, ob man die Kiste komplett voll bekommt. Kann man aber nicht, oder? Das wäre fast, finde ich, schlechtes Game Design, wenn es mehr Items in dem Spiel gäbe als Kistenplätze. Glaube ich deswegen nicht. Aber ich weiß es nicht. Ich umlaufe die Schlange auch immer. Genau, aber ne, die Munition, liegt da drin eigentlich Schrotflintenmunition oder Pistolenmunition? Ich weiß, dass auf dem Tisch Munition liegt, ich weiß nicht welche. Ach so, du meinst, jetzt mit Rebecca könnte ich da welche abknallen. Das stimmt eigentlich, ne? Braucht Rebecca ihre Munition für irgendwas nochmal? Ich glaube, dadurch, dass ich gesagt habe, sie kann mitkommen, muss sie sich ja nicht gegen den Hunter dann irgendwie, oder ich muss sie nicht retten. Ja, ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Wie das war. Aber ich lasse ihr mal ihre Munition, vorsichtshalber. Ist ja auch nicht notwendig. Die gehen immer wieder schön zurück auf ihre Position. Das sind echte Profis. Nö, die kriegt neue Muni. Okay, na gut. Dann könnte ich vielleicht ja tatsächlich hier unten mal einen erschießen. Aber ist es notwendig? Eigentlich ist es mir wurscht. Ich erschieße den einen. Okay, wenn die 15 Schuss reichen, erschieße ich den hier. Oh, ich sollte die Waffe ausrüsten. Das wäre gut. Meine Güte. Wie viel Schuss haben wir noch? 5. Passt. Sind die tot? Ich kann es immer so... Nee! Dammit! Ich kann es immer so schwer sagen, ob da schon Blutpfützen sind oder ob das deren Schatten sind. Warte mal. Okay. Scheinen beide tot zu sein. Na dann! Jetzt aber schnell zu Chris, Mensch. Schrotflintmunition liegt da. Ah, ob man da vielleicht nochmal kurz reinhuschen soll? Ich weiß nicht, ob Jan da überhaupt noch drin ist jetzt. Wahrscheinlich schon. Ob sich das lohnt? Ich mach's. Ich tu's. So, bringen wir erstmal Chris sein Heilmittel. Warum kotzen die Zombies ja eigentlich alle drei? Was ist denn? Warum sind denn das keine beißenden Zombies? Im Remake weiß ich, dass Zombies kotzen können, wenn man auf Treppen steht oder so. Da haben sie halt wahrscheinlich die Beißanimation nicht schön hinbekommen, ne? Da macht das Kotzen Sinn. Aber anscheinend scheinen die drei tatsächlich einfach kotzende Zombies zu sein und keine beißenden. Ich wusste nicht, dass das Original da so stark differenziert. Tja. Ich finde ja, die Schlange hat ein eigenes Lore-Video verdient. Ah, das ist... Das kriegen wir nicht hin, glaube ich. Es gibt nicht sehr viel Lore über die Schlange. Ich habe... Die ist ja eh in meinem alle Resident Evil Monster-Video und natürlich auch alle Monster aus Teil 1-Video und so weiter. Und ist halt eine große Schlange, ne? Man kann nicht sehr viel mehr über die sagen. Ich glaube wirklich nicht, dass es zu der sehr viel Lore gibt. Über den Hai schon mehr übrigens. You all right? Yeah. What happened? You were bitten by a poisonous snake. Are you okay? Ah, my head is killing me. I think you will be all right, because I gave you a shot. But please, be careful! You saved my life. I owe you one. Ich bin jetzt übrigens durch das Spielen von Resident Evil 1 wieder inspiriert für ein paar neue Videos. Ich habe ein paar coole Ideen für Resident Evil 1 spezifisch Lore-Videos. Und Fantheorien und sowas. Kommen ein paar coole Videos in nächster Zeit. Okay, Jan, Achtung. Ich möchte nur eben kurz hier die Munition nehmen. Und dann bin ich auch schon wieder weg. Wir haben überhaupt keinen Ärger hier. Wir sind alle cool, okay? Nein, dammit. Musste das sein? Nein, ich erwisch die Tür nicht.
Ah, dumm. Ja, ne, das ist so geil. I owe you one. Nee, oder was war das? Ganz am Anfang, was hat sie da gesagt? Da habe ich es mir nämlich auch gedacht. Da habe ich gerade getrunken, deswegen konnte ich nicht reagieren. Aber da sagt sie irgendwie... You okay, Chris, glaube ich, oder sowas, ne? Und da steht in der deutschen Übersetzung, du okay, Chris. Irgendwie sowas war's. Vollkommen daneben. Ja, dumm gelaufen. Wie sieht's denn aus? Ah ja, Achtung. Ich hab sehr viel Achtung. Alles gut. Nee, zum Glück eben nicht. Ich hab's mir auch gedacht, ob wir jetzt wieder vergiftet sind. Aber nee, wir sind nur auf Achtung. Dafür haben wir jetzt das da. Jetzt holen wir uns die Schrotflinte. Lass mich mal kurz auf die Karte gucken. Jetzt holen wir uns die Schrotflinte. Ah, oben kann ich noch hin. Ja, okay. Wir haben das Feuerzeug noch gar nicht. Okay. Gut. Haben wir noch ein bisschen was zu tun, bevor wir ins Gartenhäuschen gehen. Na gut. Soul Officer, dankeschön fürs Folgen. Hi, schön, dass du mit dabei bist. Also, ich gehe jetzt gleich mal runter. Ich muss mir echt angewöhnen bei den klassischen Resident Evil Spielen, dass ich mit dem Steuerkreuz spiele. Ich finde das Steuerkreuz vom PlayStation 5 Controller leider irgendwie nicht so toll, nicht so super. Aber es ist besser als der 3D-Stick für die Panzersteuerung, definitiv. Resi Gamer, hi, willkommen. Warst du nicht letztens... Du warst doch, oder? Wir waren doch bei irgendjemand anders im Stream gleichzeitig und haben zugeguckt, ne? Oder warst du das? Kann auch Resi Gamer 27 oder 26 gewesen sein, ich weiß es nicht. Aber irgendeiner von euch war es. Ja, genau. Ah ja, hallo. Okay. Was wollte ich machen? Die Schrotflinte holen. Genau, da bin ich schon richtig. Ne, muss ich wirklich. Ich habe jetzt den ganzen Chill-Run mit 3D-Stick gemacht und bei Chris versuche ich jetzt immer auf Steuerkreuz bewusst zu wechseln, aber immer wieder unbewusst greife ich an den 3D-Stick und dann passiert sowas wie bei Yawn. Aber... So ist es einfach viel exakter, ne? Ich laufe nicht so Schlangenlinien, man justiert seine Figur und dann passt's. Das ist viel, viel logischer auch. Merkt man auch, dass das fürs Steuerkreuz gemacht wurde, die Steuerung definitiv. Soll ich jetzt in den Garten gehen? Nee, ich gehe nicht in den Garten. Da ist halt viel Kraut, ne? Ich habe mir gedacht, ich gehe jetzt raus, hol mir Kraut und heil mich. Wenn mich die Hunde treffen, eigentlich auch wurscht, weil nehme ich halt noch ein Kraut. Aber nee, okay. Oh nein, wartet mal ganz kurz. Ich bin dumm, oder? Ja, ich bin total dumm. Wir müssen ja wieder, ne, ich bring wieder der Logikfehler von mir. Wir brauchen ja erstmal einen leeren Inventarplatz. Damit ich erstmal die Schrotflinte nehmen kann und dann kann ich die andere erst weghängen. Es geht ja nicht, dass ich die direkt auf einmal tausche. Aber zum Glück ist die Kiste ja gleich hier ums Eck. Stimmt. Wenn man von der Schlange gebissen wird, dann kann man schon mal Schlangenlinien laufen. Das ist wahr. Kannst du das Wappen sonst auch direkt an sein? Genau, das stimmt. Das habe ich mir auch gedacht, dass wir das machen. Ich glaube, Schrotflinte werde ich eh erst benutzen, wenn die Hunter kommen. Chris kriegt ja im Original auch wirklich gar keine andere Waffe, außer kurz im Untergrund diesen Flammenwerfer, den er aber dann gleich wieder abgeben muss, ne? Insofern werde ich mir die Schrotflinte wirklich aufheben für die zweite Hälfte des Spiels. Deswegen nehme ich jetzt auch gar keine Munition mit. Ja, okay. Aber wenn ich jetzt schon mal hier bin, gehe ich mal schnell die Treppe hoch. Nein, jetzt holen wir erst die Schrotflinte, sonst vergesse ich es. Eins nach dem anderen. Nicht immer 100 Sachen gleichzeitig machen, verdammt. Hey Puzzle, let's play, wie geht's? Hi Kups, na endlich habe ich es mal geschafft zum Birdrider. Freut mich auch sehr, dass du da bist. Hallo. Halt, stopp. Schon wieder, ich muss wieder, ne, Steuerkreuz. Ich war schon wieder am 3D-Stick.
Chris ist der einzige Charakter, den ich gar nicht mag. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, dass ich zu den Resident Evil Hauptfiguren kaum Bezug habe. Die sind mir alle relativ wurscht. Ich meine, Leon und Claire, dadurch, dass Resident Evil 2 mein erstes Resident Evil war, zu denen habe ich so eine nostalgische Verbindung. Und danach habe ich den ersten Teil gespielt. Insofern sind Chris und Jill natürlich auch noch cool. Das sind halt so die Original Gangster, ne? Das ist halt so die Original Resident Evil Crew und das ist schon cool. Aber die sind mir alle relativ wurscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich würde schon sagen, dass ich Chris eventuell auch von den Original Vieren, glaube ich, mag ich Chris am wenigsten, ja? Das kann ich auch sagen. Das stimmt. Leon ist der Beste. Leon mag ich auch, ja. Barry ist offensichtlich der Beste. Hi, Soul Officer. Danke fürs Followen. Barry ist auch sehr, sehr cool. Barry mag ich auch, das stimmt. Barry ist auch cool. War das gleich noch im Remake? Konnten alle mehr Inventarslots bekommen und Chris und Jill? Ja, hey, da bin ich mir auch echt nicht mehr sicher mit dem Inventarslots. Ob wir jetzt bei im Original mit Chris, vielleicht verwechsel ich das nämlich auch mit dem zweiten Teil, wo es das definitiv gab. Keine Ahnung, wie das mit Chris Inventar ist und ob das jemals größer wird. Keine Ahnung. Jill und Claire klar. Auf der 1, dann Leon und dann Chris irgendwann dahinter. Genau, ne? Muss ich auch sagen. Ich glaube, Original Leon mochte ich noch nicht so gerne wie Remake Leon. Aber, ne? Leon, wie gesagt, Resident Evil 2 für mich ein spezielles Resident Evil. Und Resident Evil 4 ist mein absolutes Lieblings-Resident Evil. Insofern hat Leon da schon einen Stellenwert bei mir, muss man schon sagen. Aber ich glaube, dass ich auch so von der Sympathie her eigentlich wirklich erst Remake Leon wirklich mag auch, weil er ein sympathischer Kerl ist. Und gleichzeitig ein Volltrottel. Das ist irgendwie, die Mischung macht's. Hallo, Fusui Katsuki oder so, hoffe ich mal. Chris Inventar bleibt im... Aha, okay, in Resident Evil 2, genau, kann man... Okay. Naja, okay. Chris, ey, hättest du dir mal irgendwie einen Rucksack mitgenommen? Hey, ein Rucksack wäre so ziemlich das Mächtigste in so einem Survival-Horror-Spiel. Plötzlich hat man 50 zusätzliche Inventarplätze. Crazy. Hat Chris nicht auch den Colt holen können? Doch, den kriegt man am Schluss schon auch mit Chris, das stimmt. Fürs Endgame. Aber den hebe ich mir auf für Dingsy Bumpsy. Tyrant. Der Zombie stand bei Chill auch nicht hier, oder? Ein Zombie im Hirschraum kommt mir nicht bekannt vor. Ah, ich lenke schon wieder. Guck, 3D-Stick. Und schon mache ich wieder so einen Blödsinn. Was wollte ich sagen? Ich weiß nicht. Ich schaue gleich in den Chat, dann fällt es mir vielleicht wieder ein. Genau, Chris kann gar nichts, hat irgendwer geschrieben. Das ist leider oder witzigerweise im Remake einfach wirklich so. Oder im Original meine ich, nicht im Remake. Der hatte im Original nicht mal ein Feuerzeug. Ich bin davon ausgegangen, okay, Jill kann Schlösser knacken, Chris hat wahrscheinlich das Feuerzeug. Aber nö, nicht mal das hat er von Anfang an. Was ist denn los mit Chris? Der kann ja wirklich gar nichts. Der ist wirklich einfach nur die schlechtere Jill im Original. Die haben da, finde ich, im Remake schon mehr drauf geachtet, was ich ganz schön finde, dass beide so ihre Spezialgebiete haben. Sie kann Schlösser knacken, er ist Kettenraucher und hat deswegen ein Feuerzeug dabei. Okay, keine Ahnung, aber ja, er ist schon einfach der Hard-Modus. Der nervigste Resident Evil-Charakter ist und bleibt Ashley. Also Remake Ashley finde ich auch sehr sympathisch, die mag ich auch sehr gerne. Und ich fand auch ehrlich gesagt Original Ashley nicht so nervig wie viele. Wen finde ich denn wirklich nervig?
Ich muss sagen, Mr. X ist, glaube ich, gleichzeitig einer der coolsten und der nervigsten Charaktere, so ziemlich, würde ich jetzt mal sagen. So spontan. Der hat mich schon im Remake vom zweiten sehr genervt. So cool ich das Konzept fand, aber irgendwann nervt er einfach nur noch. Da will man sich in Ruhe umschauen, irgendein Rätsel lösen, looten und dann hört man schon wieder sein Stapfen und es ist... Am Anfang ist es so, oh nein, er kommt schon wieder und irgendwann ist es nur noch so, ah... Oh. Jetzt wieder einmal im Kreis durchs Polizeirevier laufen. Nur damit man ihn los wird und dann kann man hier weitermachen. Halt, stopp, nicht von der Seite, nicht von der Richtung schieben. Mr. X hat deinen Nick inspiriert. Ah, Mr. Z deswegen. Okay. Und wer ist Mr. Y? Wer ist da noch zwischen euch? Liebt die neue Ashley? Lieber die neue Ashley als den neuen Nemesis. Ach so. Ja. Den neuen Nemesis fand ich auch nicht gut. Verstehe ich nicht, warum die den so redesigned haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne, don't fix what isn't broken oder so ähnlich. Wie auch immer das Passwort, das Sprichwort geht. Das Passwort. Ihr wisst schon, was ich meine. Das war doch eben nichts, was man hätte reparieren müssen. Ich bin auch kein Fan davon, dass das Design von den Hunter Gammern in Resident Evil 3 Remake so stark verändert wurde. Nicht, dass ich die nicht cool finde, aber ich finde, da ist das Originaldesign kaum noch zu erkennen. Das ist mir persönlich so einen Schritt zu weit gegangen. Das hätte man ein bisschen mehr am Original. Ich verstehe schon, die Hunter Gamma sind einfach nur große, augenlose Frösche und sehen ein bisschen lächerlich aus und nicht sehr gruselig. Kann ich schon verstehen, aber gib mir einen Schritt zu weit. Weg vom Original. Hätte man gerne als neue Gegner zusätzlich etablieren können. Voll cool, aber ja. Aber das sind ja eben meine Hauptkritikpunkte an den beiden Remakes, am zweiten wie am dritten. Einfach nur die Inhalte, die fehlen, die vermisse ich halt einfach sehr stark. Und auch wenn es beim zweiten Teil nur die Riesenspinnen und die Pflanzengiftstofflicker sind, habt ihr es gemerkt? Ich bin schon wieder mit einem 3D-Stick gerannt. Sind das Sachen, die ich vermisse? Mir gefällt der neue Nemesis und seine Formen. Die Entwicklungsstufen, ne, von Nemesis, die sind cool. Aber das Original, also das Grunddesign mit dieser komischen schiefen Nase. Ich verstehe schon, wo sie dahin wollten mit so, der hat nur noch so die Haut übers Gesicht gezogen und so weiter. Gefällt mir aber einfach nicht. Ich bin auch kein Fan vom Original Nemesis Design, muss ich sagen. Der sieht mir auch mit seinem komischen Ledermantel und so. Ah, fand ich immer so auf Zwang, auf cool gemacht, ne? Da finde ich so ein Mr. X oder so ein Chi schon irgendwie cooler. Also, weißt, so ungewollt cooler. Also so cooles Monster halt einfach. Bin auch kein Fan vom Originaldesign, aber mag eben auch wirklich das Remake-Design da gar nicht. Wobei die Kleidung vom neuen Nemesis finde ich gut. Ich finde, die haben das ganz gut hingekriegt, dass die eben diesen Ledermantel, den ich halt für so eine Biowaffe ein bisschen komisch fand in dem Fall, also weil es ja auch so ein weirder Gürtel, so ein japanischer Gürtel-Ledermantel war, ne, dass die da draus quasi so eine Art Verpackung gemacht haben. Der ist halt jetzt so eine Superwaffe, die ausgeliefert wird und dann hängt halt noch so die Verpackung vom Körper. Fand ich eigentlich ganz cool, muss ich sagen, die Idee. Nemesis war Mr. X auf Wish bestellt. Zumindest ist es ja wirklich so von der Entwicklungsgeschichte her, von der Entstehungsgeschichte her, dass die Resident Evil 3 relativ fix noch machen wollten und vor allem auch als richtigen dritten Teil und nicht nur als Spin-off und so weiter, wegen Sony-Verträge und so weiter, man kennt die Geschichte. Und Nemesis-Design ist tatsächlich quasi ein nicht verwendetes Konzept für Mr. X. Also man kann schon sagen, dass das so ein bisschen die Reste von Mr. X waren. Das, was von Mr. X übrig geblieben ist. Ich laufe gerade in die ganz falsche Richtung. Ja, genau. Das, was von Mr. X so übrig geblieben ist quasi, was sie nicht verwenden wollten für den zweiten Teil, wurde halt dann im dritten wieder verwendet, wie es ja oft ist. Ich glaube, das kriegen wir gar nicht. Also in vielen Fällen bekommen wir es ja mit, aber wahrscheinlich in noch mehr Fällen wissen wir das gar nicht, dass da Sachen wiederverwertet werden, die schon für andere Spiele geplant waren. Übrigens danke an alle, die in den letzten 10 Minuten oder so reingefollowed sind. Cappy, Andy, Soul Officer, hi. Schön, dass ihr da seid.
Ich hoffe auf ein Code Veronica Remake. Ja, ich auch. Und mittlerweile, ne, ich habe ja schon mal ein Video gemacht, wo ich begründet habe, warum ich nicht glaube, dass es ein Code Veronica Remake geben wird. Und ich würde sagen, grundsätzlich, ne, die Argumente, die ich in dem Video bringe, die kann man immer noch so stehen lassen, finde ich. Aber ich glaube mittlerweile, schon allein dadurch, dass jetzt das Remake von Resident Evil 4 so super erfolgreich war, dass die jetzt nicht nach 5 und 6 Schluss machen. Die werden alles remaken, was sich irgendwie remaken lässt. Und es würde mich auch überhaupt nicht wundern, wenn wir eben auch ein Code Veronica und ein Zero und alles kriegen würden. Alles, was irgendwie, vielleicht sogar die Spin-Offs dann irgendwann, ne? Gucken wir mal. Ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen. Und ich fände es auch sehr cool. Ein Code Veronica Remake ist halt schon eine krasse Geschichte, finde ich, ne? Das stellt halt von Umfang her das Remake von 2 und 3, auch von 2, nochmal ordentlich in den Schatten. Da wäre ich gespannt, ob die das auch so gut hinkriegen. Ich hoffe es. Da kamen ein paar Easter Eggs in Separate Ways. Ja, ich meine zumindest, dass Wesker auch so prominent jetzt in dem DLC dargestellt wird, könnte schon auch ein Hinweis darauf sein, dass die jetzt auch einer neuen Generation Weskers Geschichte nahe bringen, also neu vielleicht auch erzählen und sowas. Code Veronica, finde ich, gehört neben Resident Evil 2, konnte ich es nicht mehr lesen, als bestes Teil. Ich bin gespannt, ne? Es ist ja nicht mehr lange hin, dann spielen wir Code Veronica. Ich habe es auch länger nicht mehr gespielt, aber ich habe es auch als sehr, sehr gut in Erinnerung. In meinem Kopf ist das so ein bisschen abgespeichert als das letzte klassische Survival-Horror-Spiel in der Resident Evil-Reihe, das aber auch noch mal so dem Ganzen die Krone aufsetzt. Aber Zero gibt es ja theoretisch auch noch, insofern stimmt es ja auch gar nicht. War nicht das letzte. Aber Zero ist leider. Zero habe ich als nicht so gut in Erinnerung. Wobei den Zugabteil, ne, der leider nur irgendwie nicht mal das erste Drittel des Spiels ist oder so, den finde ich immer noch sehr cool. Aber alles danach, na, weiß ich nicht. Das war gemein, Hund. Meine Güte! Nein, die hat mich in der Bombo-Kombo. Ich komme nicht mehr raus. Ich muss noch mal kurz raus und wieder reingehen. Drei Hunde, da waren aber bei Chill auch nur zwei. Die haben mich voll in eine Kombo genommen. Soll ich einfach durchlaufen? Es wäre besser. Ich will die töten. Die gehen mir auf die Nerven. Sammeln wir gleich mal ein bisschen Heilung. Ich werde sie brauchen wahrscheinlich. Hätte ich nur die Schrupflinte mitgenommen. Ich muss auch sagen, die Koop-Sachen in Resident Evil 5 und 6 haben mir sehr gefallen. Aber bei 6 fand ich, ging es zu sehr in merkwürdige Mutationen. Da habe ich damals den Spaß verdorben. Der Action-Faktor war gar nicht unbedingt so schlecht, eher der Gegnertypen. Ich finde auch, dass im 6. das Gegnerdesign irgendwie voll blöd war. Also nicht nur jetzt vom Aussehen her oder sowas, sondern was ich meine, ist von der Spiellogik her. In Resident Evil 4 und auch in 5 hattest du halt quasi noch diese. Ja, das, was Dead Space dann später zur taktischen Zerstückelung gemacht hat, ne? Du hattest halt auf verschiedene Körperteile schießend verschiedene Effekte. Und das hat halt verschiedene Strategien erlaubt. Und in Resident Evil 6 war es halt einfach so, dass du auf die Arme schießt und dann mutieren die Arme zu Superarmen. Du schießt auf die Beine und dann mutieren die Beine zu Superbeinen. Und dann schießt du auf den Torso und dann mutiert. Ne, man wurde bestraft dafür, dass man irgendwie auf die verschiedenen Körperteile zielt, anstatt belohnt. Und das fand ich vom Game Design her einfach echt weird und einfach nicht sehr spaßig. Hallo, Hund? Hängt der Hund irgendwo? Der hängt irgendwo. Ah.
Was ist denn jetzt? Die fressen viel zu viel Kugeln. Warum eigentlich immer nur Dobermann? Ich würde ja mal einen Mops oder einen Dackel lustig finden. Also von der Lore her kann man das zumindest in Resident Evil 1 tatsächlich ganz gut begründen. Das ist ja auch ganz nett, ne? Die haben mit der Story erklärt, warum alle Gegner gleich aussehen. Weil abgesehen von den Zombies, die waren natürlich einfach Menschen und sind versehentlich passiert, sind alle anderen Klone. Also die Hunter und die Hunde, das sind Klone von Biowaffen. Die haben halt irgendwann mal mit Hunden experimentiert und den speziellen Dobermann-Mutanten fanden die echt gut. Ne, da hat sich Umbrella gedacht, das könnte man als Biowaffe verkaufen auf dem Biowaffenmarkt. Why not? Und dann haben sie den geklont, immer und immer wieder. Und deswegen sehen die Cerberus alle gleich aus. Warum jetzt in Resident Evil 2 in Raccoon City nur mutierte Dobermänner unterwegs sind? Das ist eine andere Geschichte, das weiß man nicht genau. Vielleicht war da irgendein sehr großer Dobermann-Züchter oder sowas, ne? Man weiß es nicht. Das ist ein bisschen weird. Aber gut, ansonsten, da bin ich sehr gespannt auf Outbreak 2. Das habe ich ja noch nie gespielt und ich glaube, ich mag Outbreak überhaupt nicht. Ich habe den ersten eine Zeit lang mal gespielt. Ich glaube, Outbreak ist nicht meins, aber da gibt es auf jeden Fall sehr viele, sehr bunte, gemischte, interessante Zombie-Variationen, wenn man dann in den Zoo kommt vor allem. Ne? Da bin ich tatsächlich gespannt drauf, die man wirklich auch, ich wollte schon sagen, in real life zu bekämpfen. Aber so ein bisschen stimmt ja auch. Ihr wisst schon, was ich meine. Nicht nur Lore-Videos drüber zu machen und mir die anzugucken und zu analysieren, sondern die auch einfach mal in einem Casual-Playthrough zu bekämpfen. Das ist cool. Ey, aber hi, Teilzeitgott. Aber wenn ihr hier reinsappt, habt ihr keine Werbung, ne? Das ist schon so, weil das wäre doof. Dreadlegs, dankeschön. Ich habe das Gefühl, das eskaliert bei euch komplett mit der Werbung. Soll ich mal sehr. Ich kann mal in die Einstellungen gucken. Jetzt wartet mal. Vielleicht kann ich da wirklich was machen. Weil ich kenne das auch tatsächlich wirklich nur so, dass ich die Werbungen auslösen kann, wenn ich will. Aber bis ich das jetzt wieder gefunden habe, wenn überhaupt. Aber ich guck mal ganz kurz. Stream-Einstellungen. Clips, Raids, Drops. Moment mal, ganz kurz. Streamer können jetzt die Werbung vor ihren Streams deaktivieren, indem sie regelmäßige Werbeunterbrechungen schalten. Aber das mache ich ja gar nicht. Ich mache das ja nicht selber. Ich mache das ja nicht absichtlich. Das passiert. Ich habe eine Werbung in der Werbung. Ich gucke gerade, Leute, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Ich gucke gerade, ob ich irgendwie Einfluss drauf nehmen kann, dass mitten während meines Streams einfach so Werbung kommen. Und vor allem so häufig, ne? Weil ich finde das auch doof. Ich führe hier Selbstgespräche, während ihr alle in der Werbung sitzt. Ich finde das auch nicht schön. Ich würde das auch gerne ändern. Oh! Wartet mal. Jetzt will Twitch Feedback von mir.
Werbung vor dem Stream. Das ist ja okay. Werbung vor dem Stream ist okay. Aber ich hatte hier tatsächlich einen Werbungszeitplan, der einmal in der Stunde hätte 3 Minuten Werbung machen sollen. Keine Ahnung. Aber den habe ich jetzt deaktiviert. Vielleicht haben wir Glück. Und jetzt geht's weiter. Hattest die Demo von Echoes of the Living gespielt? Nee, habe ich tatsächlich noch nicht, aber ich habe mir das Spiel angeguckt und ich habe es auf dem Schirm. Das sieht interessant aus. Ich habe ein paar coole Spiele auf dem Schirm, die ich eventuell auch noch spielen oder auch streamen will oder so. Deswegen übrigens nochmal der Hinweis. Schlangen! Dass wir nur noch 3 Subs brauchen, um ein Bonusziel, ein Resident Evil 1 Bonusziel zu erreichen. Das sehr cool ist, wirklich. Also ich finde es super cool. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, wir erreichen es. Ich würde mich echt freuen. Genau, sag mir gerne Bescheid, ob es jetzt besser ist mit der Werbung. Nein, noch mehr Hundis. Damn it. Nein, nicht schon wieder. Nein, nicht schon wieder. Das gibt's doch nicht. Die nehme ich hier so in die Mangel. Das gibt's doch nicht. Shadowmaster, vielen Dank für deinen Prime-Sub. Das freut mich sehr. X ist jetzt ein Birdrider. Yay! Mögen die Tentakel der Tiefe mit ihm sein. Das ist sehr nett von dir. Oh, warte mal. Warum sind plötzlich 39? Habe ich was nicht mitgekriegt? Wird mir irgendwas falsch angezeigt? Fehlt wirklich nur noch 1. Oh! Skepfisch! Skepfisch ist jetzt ein Birdrider. Mögen nice. Die Tentakel der Tiefe mit ihm sein. Dann heile ich mich jetzt schnell, damit ich es nicht vergesse, dass ich gerade mitten im Kampf bin. Aber wir haben jetzt die 40 Abos erreicht. Danke euch, Leute. Das ging jetzt super schnell. Du hattest jetzt noch Werbungen. Werbungen sollte es nicht mehr geben, aber gut. Gerade deine neuen Videos auf YouTube gesehen und schups, nun bin ich hier. Follow kommt auch. Hey, vielen Dank, Banzai. Freut mich sehr. Okay, Leute, wir haben jetzt einen Hype-Train. Nur, dass ihr es wisst, 4 Minuten lang. Jeder Sub, jeder Bit wird jetzt damit reingerechnet und dann bekommt man Emojis, ne? So, Emotes. Ich weiß es, ich verstehe es auch nicht so genau. Aber was viel wichtiger ist, wir haben jetzt die 40 Subs zusammen. Das bedeutet, der erste Bonus ist freigeschaltet, den ich vorbereitet habe für dieses Let's Play hier. Jetzt lass mich kurz. Okay, ich hab eigentlich ein Dokument vorbereitet. Ich finde es gerade nicht. Es ist auch nicht wichtig, weil den ersten Bonus weiß ich auswendig. An den kann ich mich erinnern. Und zwar habe ich mir gedacht, dass wir zusätzlich, das wird meine Reihe von allen Resident Evil Teilen nicht irgendwie unterbrechen oder verkürzen oder sowas, sondern zusätzlich dazu streamen wir jetzt, bis wir es durchhaben, einmal in der Woche oder überhaupt keinen Bock mehr, kann auch sein, Sweet Home. Das Original Capcom Survival Horror Spiel, das Resident Evil 1 beeinflusst hat wie kaum ein anderes Spiel und das quasi zu dieser skurrile, nur in Japan erschienene Titel ist. Steff-27 ist jetzt ein Birdrider. Steffen, mögen die Tentakel der Tiefe mit ihm sein. Vielen Dank noch für dein Abo. Super nett von dir. Und zwar werden wir das zusätzlich machen zum Dienstagstream. Deswegen werde ich ab jetzt auch mittwochs streamen. Mittwochabend, 3 Stunden, genauso wie jetzt, 18 bis 21 Uhr. Oder? Ja, ich denke schon. Schauen wir mal. Spielen wir Sweet Home, das Original auf dem NES quasi. Und ich bin super gespannt, wie viel Resident Evil DNA wir tatsächlich in dem Spiel entdecken. Und ich hoffe, das wird sehr, sehr cool und interessant für uns. Auch so videospielhistorisch wird das, glaube ich, wirklich sehr spannend. Ich habe da tierisch Bock drauf. Und dann gucken wir mal, ob ich noch zusätzlich zu dem Stream Let's Plays mache. Das weiß ich alles noch nicht. Das muss ich ein bisschen einpendeln. Aber ja, das ist der erste Bonus. Ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Ich finde es sehr cool und sehr spannend.
Und es gibt zum Glück nämlich einen Fan-Hack von der original japanischen Version von Sweet Home. Das ist eine sehr detaillierte und liebevolle Übersetzung, ins Englische zumindest. Und genau, die schauen wir uns an. Ich bin echt gespannt drauf. Hab auch echt Bock drauf, aber jetzt müssen wir erstmal 3 Hunde kaputt schießen. Und ich habe nicht mehr so viel Munition. Die kommt wohl nicht hier so nieder. Ich lasse es jetzt einfach. Ich gehe einfach, mögen oder? Mögen die Tentakel der Tiefe mit ihm sein. Ah, jetzt klappt's. Mr. Nonconform, vielen Dank für dein erneutes Prime-Abo. Ah, jetzt klappt's. Genau. Hat vorher nicht geklappt. Sehr cool. Vielen Dank. Freut mich sehr. 7 Monate in Reihe. Dankeschön. Ja, voll cool. Voll nett von euch. Oh, warte mal. Ich glaube, haben wir eine Hype-Train-Stufe erreicht? Eine höhere? Ich glaube schon, oder? Wir sind schon auf Hype-Train-Stufe 2. Na, nicht schlecht. Danke euch. Okay, ich versuche jetzt mal. Jetzt klingelt mein Telefon. Da kann ich jetzt nicht rangehen. Die müssten doch jeden Moment sterben, oder? Die müssten doch jeden Moment sterben. Die haben doch schon so viel abbekommen. Wenn ich jetzt aufhöre, auf die zu schießen, verliere ich meinen ganzen Schadensfortschritt. Okay. Ich glaube, ich habe gerade rausgefunden, wie man gegen Hunde kämpft. Im offenen Feld. Ein Skill, den ich vielleicht auch im echten Leben noch brauchen könnte. Hey, das irritiert mich jedes Mal. In dem Screen hier ist doch da im Eck was. Da ist doch was. Ganz eindeutig. Seht ihr es? Unter dem... Übrigens, wartet mal. Das kann ich jetzt eigentlich ausblenden. Dann sehen wir auch ein bisschen mehr vom Screen wieder. Direkt unter dem Kästchen, das ich gerade ausgeblendet habe. Da ist doch was. Was glitscht denn da durch die Wand durch? Aber wenn ich hingehe, ist da nichts. Verhext. Okay, ich habe noch 9 Schuss für die Pistole. Easy. Alles läuft genau nach Plan. Exakt, wie ich es geplant habe. Dass da so viele Hunde bei Chris sind, das sind definitiv mehr als bei Chill. Nimm ab und halt an die Mikrofon, wenn ein Zombie stöhnt. Was? Der geheime Raketenwerfer, ich glaube auch, wenn man den nur nehmen könnte. Der verschwindet aber, sobald man sich nähert. Das ist das Problem. Vielleicht so ein Cheat-Room. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist wirklich nur irgend so ein komischer Grafikfehler. Ja, es wird bald Pumpgun-Zeit, wenn das hier so weitergeht. Aber ich will jetzt einfach nur... Ich will doch einfach nur ins Gartenhäuschen. Im Gartenhäuschen ist die Welt noch in Ordnung. Nicht 1000 Dobermänner, die einem hinterherjagen. Ach, Gott sei Dank. Home sweet home. Wie lange hast du für das Video 8000 Jahre Resident Evil Lore benötigt? Das ist tatsächlich schwer zu sagen. Oh, der Hype-Train ist auf Stufe 2 abgeschlossen. Sehr schön. Dankeschön für die Geschenk-Abos und die Bits und die Abo-Verlängerungen und alles, was dazu beigetragen hat. Wir kriegen was dafür. Achtung, ich habe das bekommen. Was habt ihr bekommen? Ein Shigi. Ich glaube, es ist ein Hype-Lul. Aber es ist offensichtlich ein Shigi, oder? Es ist... quasi wahrscheinlich ein so stark verändertes Shigi, dass es lizenztechnisch gerade noch als eigenes Emote durchgeht und dass Nintendo nicht die Anwälte losschickt. Aber wie lange habe ich für das Video gebraucht? Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht genau sagen. Das war so ein Sammelvideo. Ich habe da mehrere Abschnitte gemacht, die ich dann quasi zusammengefügt hat. Das sind schon viele, viele Stunden reingeflossen, aber ich kann es dir echt nicht mehr sagen. Ich kann es auch nicht mal schätzen. Ich kann jetzt, weißt du,
kann jetzt irgendeine Zahl sagen, aber ich habe keine Ahnung, ob die realistisch ist. Aber es werden schon ein paar hundert gewesen sein, Stunden, schätze ich mal, Arbeitsstunden. Aber wie gesagt, das ist jetzt eine komplett random Zahl. Ich muss mal gucken, wo hier gleich noch mein Safe Room war. Ich glaube gegenüber, oder? Das ist das Safe Room. Gut. Ja, cool, Leute. Ich freue mich drauf. Dann geht's morgen schon los mit Sweet Home. Wenn ich's bis dahin alles zum Laufen kriege, das muss ich noch dazu sagen. Aber das sollte funktionieren. Morgen 18 Uhr Sweet Home Zeit. Und das lade ich dann natürlich auch auf meinen Let's Play-Kanal hoch. Also den Stream definitiv. Ob da noch zusätzliche Folgen kommen, hängt wahrscheinlich auch sehr stark davon ab, wie viel Bock ich auf Sweet Home habe. Oder eben nicht. Ob ich es erwarten kann bis zum nächsten Stream. So ungefähr. Lasst uns mal speichern. Die Hundekämpfe, bei denen habe ich mich nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Oh, Pistolenmunition. Nice, dankeschön. Immerhin. Aber man muss die Nicht-Triumphe nehmen, wie sie kommen. Auch. Oder so. Das Beste draus machen. Ich höre das Timeline-Video tatsächlich öfter mal. Ich hoffe, das kommt jetzt nicht irgendwie voll selbstverliebt rüber, aber ich höre mir tatsächlich auch gerne, wenn ich irgendwie koche mal oder so, ne, alle paar Jahre mal wieder mein alle Resident Evil Monster Video an und lass es so laufen und höre es mir an, weil ich vergesse halt auch wirklich viel wieder von den ganzen Kreaturen, die Details, und jedes Mal, wenn ich es wieder höre, alle ein, zwei Jahre, erinnere ich mich wieder an ganz viel. Das ist jetzt ein Bird Rider. Mögen die Tentakel der Tiefe mit ihm sein. Sliderax, vielen, vielen Dank. Freut mich sehr. Dankeschön für dein Abo. Hey, lass mich mal kurz den Let's Play-Kanal aktualisieren. Okay, da sind wir jetzt bei 4012. 4040 wäre unser Ziel, dass wir auch noch den zweiten Resident Evil 1 Bonus freischalten. Da muss ich dann nach meinem Dokument suchen, sollte das noch passieren, während wir hier im Stream sind. Weil das weiß ich nicht mehr auswendig, für was ich mich letztendlich entschieden habe. Ich hatte viele Ideen. Aber es ist auf jeden Fall auch cool, was auch immer es sein mag. Ich bin mir sicher. Okay, okay, jetzt kann ich den Zombie gegenüber erschießen. Das ist gut. Danke für deine Antwort. Wir haben das Video zu 12 angesehen und waren so gefangen von dem Video, weil viel so Sinn gemacht hat. Für uns war das eines der besten Erklärvideos überhaupt. Danke dir. Ich danke dir, Banzai. Das ist wirklich super nett von dir. Frau Google hat es richtig ausgesprochen. Nice. Und ich nicht wahrscheinlich. Slinderex Vectus. Aber trotzdem danke. So oder so. Ey, Chris hat doch definitiv mehr Zombies, oder? Bei Chill waren doch hier auch keine zwei drin. Glaube ich nicht. Hallo, Huttutaka, wie geht's? Komm doch jetzt ums Eck. Dankeschön. Es tut mir leid, dass ich so unhöflich war, Zombie. Es ist alles gut. Nimm dir die Zeit, die du brauchst. So. Ich hätte nicht so anschreien sollen. Das tut mir jetzt leid. Er tut bestimmt sein Bestes. Achso, ist er gar nicht mehr aufgestanden? Nee, na gut. Den einen Schuss, ne, den ich jetzt verschossen habe, der fehlt mir dann am Schluss beim Tyrant. Oh, ein Pokéball! Das sieht aus der Perspektive echt voll aus wie ein Pokéball. Oder ein kleiner Todesstern oder so vielleicht. Warum? Ah, Schlüssel in einem Gefäß. Jetzt erkenne ich, was es eigentlich sein soll. Sieht weird aus. Chris hat auf jeden Fall mehr Gegner, ne? Ach so, warte mal, kannst du das bitte mitnehmen auch? Und nicht nur angucken? Dieser Chris mit seinen kleinen Schlüsseln, ey. Den Schlüssel habe ich noch nie gesehen. Na guck. Kannst du noch was lernen?
So. Wir haben ein rotes Buch. Wow. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Mein Mikro hat eigentlich Noise Cancelling und so. Vielleicht habt ihr es gar nicht gehört. Wenn sich gerade was wie ein komischer Hubschrauber angehört hat, dann ist das Katzenrad von unseren Katzen. Das ist ziemlich cool. Denn... die benutzen das wirklich gerne. Die laufen da drin richtig. Ne, so ein großes, wenn ihr das nicht kennt, das ist wirklich so ein großes Rad mit bestimmt 1,20 Durchmesser oder sowas auf so Reifen montiert und die können da drin richtig sprinten. Und das tun die auch. Finde ich voll cool, dass die das so cool finden. Übrigens, kleiner Funfact am Rande. Im Schwarzen Schloss gibt es mehrere Resi-Anspielungen. Ah, dein oder euer Spiel, ne? Die Badewanne ist voll mit dreckigem Wasser. Bitte schön, den Stöpsel ziehen, das wäre sehr nett. Hat man gehört. Hast du gehört, Zeldi? Man hat dich gehört. Gut gemacht. Der Kontrollschlüssel unten für den Hai-Raum. Gibt es im Gartenhaus mit Chris irgendwelche Überraschungen? Nee, oder? Ich glaube, das ist so ziemlich genau wie bei Chill hier. Der Schlüssel mit den... Ja, das wundert mich auch, ne? Zum Glück. Könnte leicht passieren, dass der Schlüssel mit runtergespült wird, das stimmt. Man weiß es nicht, was das Wasser so eklig gemacht hat. Man will es vielleicht auch gar nicht wissen. Im Remake wissen wir, warum das Wasser so eklig ist. Da haben die einen schönen kleinen Schocker für Veteranen eingebaut. In der Villa zumindest. Kommen wir da schon rein? Ich glaube schon, ne? Das ist ja nur so ein... Okay. Das kann jetzt ein bisschen dauern, Leute. Wenn ihr irgendwie aufs Klo müsst oder wenn ihr euch was zu trinken holen wollt, dann macht es jetzt. Ich werde hier ein bisschen rumdrücken müssen. Ach, so nah und doch so fern, ne? Eine Gemeinheit. Na. Ah. Nee. Ich hab's. Nein, ich hab's doch nicht, weil diagonal geht's ja doch nicht. Ach, verdammt nochmal. Naja. Gibt's Fragen? Wollt ihr über irgendwas reden? Habt ihr irgendeine Doktorarbeit, die ich vorlesen soll währenddessen? Jetzt wäre die Zeit dafür. Es gibt so ein paar Rätselarten, die... kann ich absolut nicht. Und dazu gehört vor allem auch, also das geht ja noch, ne? Durch ein bisschen rumprobieren kriegt man das schon irgendwann hin. Aber was mich wirklich jedes Mal im Videospielen komplett wahnsinnig macht, sind so Schieberätsel. So einfache Schieberätsel, wo man so 9 Felder hat und ein Feld ist eine Lücke quasi, ne? Und dann kann man immer die Lücke füllen mit irgendwas von der Seite. Gibt's ja auch im Original Resident Evil 4 so ein Rätsel. Da habe ich dann irgendwann zum Glück mal den Easy Mode für dieses Rätsel rausgefunden. Aber ansonsten... Nee, es klappt nicht. Ansonsten habe ich bei dem immer ewig gebraucht. Ich habe ja Resident Evil 4 50 Mal durchgespielt. Vielleicht wirklich sogar das Original. Ne, 50 Mal ist ein bisschen viel, aber oft. Und bei dem Rätsel hing ich jedes Mal wieder, bis ich eben rausgefunden habe, dass man einfach nur einmal im Uhrzeigersinn drehen muss, ne? Das hat dann schon geholfen. Ich krieg's einfach nicht hin. Oh, so knapp schon wieder. Hier ist leider einfach einmal im Kreis drin scheinbar nicht die Lösung.
Dankeschön fürs Reinfollowen, Steffi. Oder Steffi Erklint wahrscheinlich. Hi, schön, dass du mit dabei bist. Findest du in Fallout 76, Fallout 76 hat sich mittlerweile gemacht oder immer noch eine Enttäuschung? Ich finde Fallout 76, ich, keine Ahnung, ich habe Fallout 76 damals, als es rauskam, durchgespielt und habe es auch tatsächlich gern durchgespielt. Ich fand das eigentlich ganz nett, ne? Es hatte am Anfang so seine Bugs und so, die sind jetzt ausgebessert, das passt schon. Aber ich, also für mich funktioniert es auf jeden Fall definitiv nicht als Service-Spiel. Das überhaupt nicht. Aber so kaufen und einmal die Story durchspielen Akarin und so, das kann man voll machen. Ultas ist jetzt ein Birdrider. Nice! Mögen die Tentakel der Tiefe mit ihm sein. Vielen, vielen Dank. Super nett von dir. Danke für dein Prime-Abo. Wir haben unser Ziel für heute jetzt schon übertroffen. Dankeschön, Akarin Ultas. Das ist super, super cool. Oh, bei Chill haben wir nicht so lange gebraucht. Wartet, ich muss mal ganz kurz, glaube ich, mein Hirn einschalten. Ich glaube, dann geht es doch ein bisschen schneller, wie wenn ich einfach nur da und random Knöpfchen drücke. Jetzt lass mich kurz überlegen. Ich mach mal... Nee, ich komme immer wieder auf die Konstellation. Kotzt mich an. Jetzt haben wir es. Oh Gott sei Dank. Guckt, kurz mal Hirn einschalten hilft. Moment mal. Doch, doch, passt schon. Ich habe mich kurz erschrocken. Oh. Hab dich durch YouTube gefunden und gefolgt und jetzt hier. Sehr cool. Freut mich sehr. Dankeschön. Uiuiuiuiui. Das Mathe-Rätsel. Ich muss erstmal, glaube ich, in die Kiste... Und ein paar Sachen ablegen, sonst haben wir gar keinen Platz dafür. Ich liebe RPG-Maker-Games. Hab Vampire's Dawn 1-3 Mal gespielt. Ich habe tatsächlich... RPG-Maker ist ja schon uralt, ne? Ich habe nämlich tatsächlich in meiner Jugend, damals im Jugendtreff mit ein paar Freunden, auch so ein RPG über unser Jugendtreff gemacht, ne? Das gibt es wahrscheinlich heute nicht mehr, aber das war schon auch lustig. Das war natürlich scheiße, ne? Also, keine Ahnung, aber es gab's. Es hat existiert. Ich glaube, ich würde es gar nicht mehr spielen wollen heute, lieber. Chris ist zu... Stimmt, es lag nicht an mir. Chris ist das. Chris ist schuld. Chris ist einfach zu doof. Ne, Resident Evil 1 gibt einem wirklich den Eindruck von der super geskillten, super fähigen, super coolen Chill und dem absoluten Volltrottel Chris Redfield. Okay, ich gehe zurück zur Kiste. Wobei, müssen wir nicht erst in den Keller? Moment mal, wie komme ich denn in den Keller? Muss mal ganz kurz, irgendwas stimmt, irgendwas habe ich... Ah ja, da ist noch ein Zimmer, wo wir noch rein können. Okay. Moment mal. Ach so, nee, da kommen wir nicht rein. Aber da kommen wir... Oder? Da kommen wir doch auch noch nicht rein, oder? Jetzt bin ich verwirrt. Irgendwer ist immer schuld, damit man es nicht selber ist. Doch, man kann da doch reingehen. Ah, Spinnen. Da hole ich mir aber die Schrotflinte. Man könnte die auch gut ignorieren, ne, eigentlich. Aber will ich nicht. Hey, ich habe auch gar nicht mehr gewusst, dass im Resident Evil im ersten Teil so wenig Riesenspinnen vorkommen. Ist ja eigentlich voll nice, dass die extra den Gegnertyp überhaupt eingeführt haben, ne? Dafür, dass es dann im Endeffekt... Wobei, könnte natürlich sein, dass die mit dem Boss angefangen haben und dann haben sie gesagt, okay, wisst ihr was, wir schrumpfen jetzt den Boss ein kleines bisschen. Dann haben wir einen neuen Gegner. Das wäre dann lazy so ein bisschen, aber gut. Wäre auch okay.
Aber ich finde im Original, das wir hier jetzt spielen, sind tatsächlich die schlimmsten Gegner immer noch die Hunde. Ich glaube, die finde ich sogar noch schlimmer als die griechisches Wort für Mischwesen. Warum fällt mir denn der Name jetzt nicht ein? Ihr wisst, was ich meine. Hey! Wie schön das eigentlich gemacht ist, wie die Körperteile verlieren, ne? Nee, die Cerberus meine ich nicht, verdammt. Ich stehe gerade voll auf dem Schlauch. Die Chimären, dankeschön, um Gottes Willen. Das wäre mir jetzt gerade nicht mehr eingefallen. Die Chimären. Die sind schon auch sehr nervig, finde ich. Die sind so die Spinnen auf 11 gedreht, so ein bisschen. Von der Nervigkeit her. Aber die Cerberus finde ich sehr nervig. Liegt da was auf dem Tisch oder ist das ein Grafikfehler? Da liegt was. Und zwar Speicherband, das ich nicht mehr nehmen kann. Nicht mal, wenn ich meine Pistole nachlade. Ist auch nicht so wichtig. Können einmal die kleinen Spinnen eigentlich vergiften? Wir werden es bald rausfinden, wenn das so weitergeht hier. Oh, ich habe so eine geile Theorie. Ich würde die am liebsten jetzt hier spoilen, weil ich so eine geile Theorie zu Resident Evil 1 gefunden habe und die dann auch noch ein bisschen ausgeschmückt habe quasi. Aber nee. Ich heb mir das auf für das Video, das ich dazu mache. Vielleicht kommt schon dieses Wochenende. Eine Kugel mit einer 9. Eine Kugel mit einer 3. Eine Kugel mit einer 6. Also ist das quasi auf 12.45 Uhr oder so gestellt. Wo brauche ich das eigentlich, die Information? Weiß ich alles nicht mehr. Ist auch nicht so wichtig. Hallo, Mr. Dre. Wäre eine Umfrage wert, was denn? Die man die Decke wegspringen, die Chimären, ja genau, das sind die. Was denkst du, Mr. X gegen Nemesis? Gegen Bo von Jack Mueller? Wer würde gewinnen? Meinst du jetzt diesen Stalker aus Resident Evil 6? Meinst du den mit Bo von Jack Mueller? Der Usterak oder wie er heißt? Wer würde gewinnen? Wir können von mir aus tatsächlich eine Umfrage draus machen, was ihr denkt. Das würde mich auch interessieren. Ich sag's jetzt noch nicht, was ich glaube, damit ich euch nicht beeinflusse. Ich muss nur kurz gucken, wie man Abstimmungen macht. Abstimmung verwalten. Okay. Neue Abstimmung. Frage. Wer würde gewinnen? Mr. X, Nemesis, und ich schau kurz, wie man den schreibt und wie der genau heißt. Usternack. Usternack. Okay, machen wir mal. Eine Minute Dauer. Let's go. Bin gespannt. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Es scheint so, als würde sich ein relativ eindeutiges Bild abzeichnen. Okay. Lange geht's nicht mehr.
Oh, da ändert sich noch auf dem letzten Drücker. Aber ich glaube, viel wird es nicht mehr ausmachen. Nemesis hat gewonnen. In den letzten Sekunden hat Mr. X noch ganz viel Stimmen bekommen. Aber Nemesis hat gewonnen. Mr. X auf dem zweiten Platz, Usternacker auf den dritten. Ich persönlich bin mir auch nicht ganz sicher. Usternack kann ich ehrlich gesagt nicht genau einschätzen. Der könnte schon auch ziemlich gefährlich und ziemlich krass sein. Und mit Nemesis auf einem Level so ungefähr. Mr. X mag ich zwar mehr, aber Mr. X, wisst ihr, Nemesis ist im Grunde Mr. X plus Bonus-Features. Der ist quasi der Mr. X Premium Edition. Insofern dürfte Nemesis schon einiges mehr auf dem Kasten haben als Mr. X, denke ich. Schon alleine, weil er halt in der Lage ist, Waffen zu benutzen, Raketenwerfer zu benutzen. Und wir wissen erstens, dass Raketenwerfer die einzige Schwachstelle von Mr. X sind. Und zweitens, dass Nemesis Raketenwerfer benutzen kann. Und das alleine gibt dem gegen Mr. X schon einen sehr entscheidenden Vorteil. Das muss man einfach sagen. Aber bei Usternack wüsste ich es auch absolut nicht, wie ich den einschätzen soll. Ich sag Nemesis. Mr. X plus Any Alpha Parasit. Genau, das ist basically... Es wäre voll lustig, einen Kampf zu sehen, ne? Weil Mr. Also Nemesis... Nein, verschieb das nicht. Nemesis kann ja auch Zombies kontrollieren mit seinen Tentakeln, zumindest im Remake, als neues Feature, als neue Kraft von ihm. Und es wäre, finde ich, voll interessant zu sehen, wie Mr. X sich durch eine Horde von Nemesis-kontrollierten Zombies schnetzelt. Ich fände es total cool. Ich stelle mir das total lustig vor. Ich hätte gerne einen DLC, in dem man Mr. X spielt, aber gegen Zombies. Ich glaube, wenn sich Mr. X da einfach durchboxt, das ist wie wenn in Earth Defense Force der Riesenroboter sich gegen so Ameisenhorden kloppt. So stelle ich mir das vor. Sehr cool. So, Wespen, ich bin auch gleich wieder weg. Ich hole nur schnell den Zimmerschlüssel. Dann könnt ihr auch schon wieder weiter machen, was auch immer so T-Virus-Wespen den ganzen Tag machen. Basically glaube ich nichts anderes als... Ich glaube, das sind gar keine infizierten Wespen. So vom Verhalten her, dass die so nervig sind und so aggressiv sind und sofort angreifen. Ich glaube, das sind einfach ganz normale Wespen. Meiner Meinung nach. Da, die Zahl Nummer 2 ist eingraviert. Gut. Ich fand's lustig, wo Nemesis immer die Zombies wegboxt. Ja, genau, ne? Oder das macht ja vor allem auch Dimitrescu macht das ja auch wirklich, ne? Die kann man nicht nur austricksen, sondern wenn Dimitrescu irgendwelche Gegner im Weg stehen, wenn sie zu Ethan will, dann haut sie die ja wirklich so zur Seite und klatscht die an die Wand. Das ist auch super lustig. Muss leider mit Mikro aufnehmen, da ich es nicht mehr so erkenne. Sorry. Ah, okay. Deswegen manchmal die falsch verstandenen Sätze wahrscheinlich, ne? Alles klar. Weiß ich Bescheid. Alles gut. Bericht Pflanze 42. Wusstet ihr eigentlich, dass 420, also 42 mit einer 0 dahinter, der Code für Kiffen ist? Und ich finde schon lustig, dass die Pflanze ausgerechnet Pflanze 42 heißt, ne? Na gut. Seit dem Zwischenfall sind 4 Tage vergangen und die Pflanze an Position 42 wächst außerordentlich schnell. Sie wurde durch den T-Virus auf andere Arten beeinflusst. Was? Sie wurde durch den T-Virus auf andere Art beeinflusst als die restlichen Pflanzen und bringt neben ihrer Größe einzigartige Formen hervor. Anhand der Art und Weise, wie sie sich verhält, ist es jetzt schwieriger festzustellen, welche Art von Pflanze es ursprünglich gewesen ist. Aber die haben das hoffentlich irgendwo aufgeschrieben, oder? Es wäre ein sehr schlechtes Experiment, wenn die nicht notiert hätten, welche Pflanze auf Platz 42 ursprünglich gestanden ist. Und 42 ist die Antwort auf alles, da hast du recht.
Die Pflanze 42 versorgt sich auf zwei Arten mit Nahrung. Einerseits passiert das durch die Wurzeln, die bis in den Keller durchgebrochen sind. Direkt nach dem Zwischenfall drehte einer der Forscher durch und zerstörte den Wassertank unten im Keller. Das Untergeschoss steht jetzt ganz unter Wasser. Man kann sich leicht vorstellen, dass sich einige chemische Substanzen mit dem Wasser vermischt haben und das unglaublich schnelle Wachstum der Pflanze 42 noch fördern. Ein anderer Teil der Pflanze 42 unten im Keller wächst durch die Rohrleitungen und hängt so ähnlich wie Birnen. Das war im Englischen ganz komisch geschrieben, ne? Das habe ich auch nie verstanden, was die mit den Bulbs meinen, durch die durchwächst. Hier haben sie es übersetzt, dass das so ähnlich wie Glühbirnen von der Decke wächst. Vielleicht war das gemeint und ich habe es nur falsch gelesen. Der ersten Etage herunter. Aus diesen Knollen kommen Ranken heraus und sie sind die zweite Quelle für die Nahrung. Sobald sie eine Bewegung spürt, lässt die Pflanze 42 ihre Fangarme vorschnellen und sich dann um Beute schlingen und sie festhalten. Dann fängt sie an, das Blut auszusaugen mit Hilfe von Saugnäpfen, die sie auf der Rückseite der Ranke befindet. Sie verfügt sogar über ein wenig Intelligenz. Sie blockiert die Türen, indem sie ihre Ranken darüber legt, besonders wenn sie ihre Beute fängt oder wenn sie schläft. Eine ganze Reihe von Leuten der Abteilung sind ihr so schon zum Opfer gefallen. 21. Mai 1998, Henry Sorton. Wunderbar. Hab Resident Evil Dead Island angesehen, den muss ich mir mal noch anschauen. War schön chill, Leon, Claire und Chris zusammenzusehen. Hoffe, die alte Riege in zukünftigen Spielen wieder öfter zu sehen. Ja, das wäre schon auch cool. Pflanze 42 basiert auf einer Fleischpflanze. Vielleicht wirklich eine fleischfressende Pflanze oder sowas. Sie sieht so ein bisschen aus wie so eine Stinkknolle, Stinkblume. Ich weiß nicht, wie die heißen. Das, was auch Duflor ist, das Pokémon. Oder? Ich glaube schon ein bisschen. Achten wir mal drauf, wenn wir sie nachher gleich sehen. Eine Fleischpflanze. Ach, so meinst du. Fleischpflanze. Ja. Ich verstehe. Bei uns in Bayern heißen die Fleischgrapferl. Aber Fleischpflanze kenne ich auch. Sag mal das nicht in Österreich, Fleischpflanze? Ich glaube schon. Österreicher haben so viele Namen für Pfannkuchen. Das ist immer wieder faszinierend. In Bayern sind das halt Pfannkuchen. Und wenn man die Pfannkuchen mit was Süßem isst, dann sind es immer noch Pfannkuchen. Und wenn man die Pfannkuchen in eine Suppe schneidet, dann ist es eine Pfannkuchensuppe. So einfach ist das. Aber im Österreichischen sind das Fritatten. Ich glaube, wenn sie nur in der Suppe sind, sind es Fritatten. Und wenn sie süß sind, sind es Palatschinken. Und je nachdem, mit was man die isst, ändert sich der Name. Es ist kompliziert. Hallo, Evil King Nummer 1, wie geht's? Schön, dass du da bist. Der Soundtrack und das Sounddesign auch, ne? Die tragen schon sehr stark zur Stimmung bei in Resident Evil, auf jeden Fall. Das ist schon sehr gut. Ich habe auch damals, also im zweiten Teil jetzt nicht im ersten, aber der erste ist ja auch schon sehr gut, was das angeht. Aber wir haben damals tatsächlich einfach oft den Sound abgedreht, wenn uns das Spiel zu gruselig wurde, so mein besten Freund damals und ich, als wir das gemeinsam gespielt haben. So nachts, wenn es dunkel wurde, ne, und es war zu unheimlich, haben wir in den Optionen einfach die Musik ausgemacht, sodass wir die Gegner noch hören können. Und dann war das Spiel gleich mal um 60% weniger gruselig, mindestens. Das macht schon wahnsinnig viel aus. Und wenn man da noch andere Musik aufgelegt hat, ne, dann sowieso. Bin
Österreicher und cool, dass du das weißt. Ja, ich bin in Passau, wenn dir das was sagt, geboren und aufgewachsen. Und das ist ja direkt an der österreichischen Grenze. Also da ist man quasi nach Österreich zum Tanken mal schnell gefahren, auf eine Viertelstunde. Insofern hatte ich halt auch viele österreichische Freunde und viel Kontakt. Das ist halt da Grenzgebiet, ne? Moment, bevor ich dann erstmal. Ja, okay. Leiwand, Passau, ja. So. Jetzt können wir schieben. Hallo, Salatking. Sehr cooler Emoji. Ich mag den. Mein Gott. Der braucht noch ein bisschen mit Schieben. Hey, Desert Railgun. Hallo. Wie geht's? Also, übrigens für alle, die jetzt noch dazugekommen sind, die es nicht mitbekommen haben, wir haben unser erstes Bonusziel schon erreicht, die ich neu eingeführt habe. Wir spielen immer mittwochs in einem neuen Stream wöchentlich Sweet Home, den inoffiziellen Vorgänger, wenn man so will, von Resident Evil quasi. Resident Evil 0.1 oder so. Und ich bin sehr gespannt, wie viel Resident Evil wir tatsächlich in Sweet Home entdecken und ob da immer noch so die Essenz drin steckt und, ne, ob das immer noch wirklich erkennbar ist. Ob es sich vielleicht sogar anfühlt wie ein, oh Gott, damn it. Ob es sich vielleicht sogar wirklich anfühlt wie ein NES Resident Evil. Ich bin sehr gespannt drauf. Lauf, Chris! Ich bin voll in die falsche Richtung gegangen. Ja, bitte. Ja. Ja, ich möchte ihn ablegen. Oh Gott, Gefahr. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt aber schnell rein da. Puh, okay. Fängst du mit Sweet Home schon direkt morgen an? Ja, genau, schon direkt morgen. Wenn ich's zu laufen krieg bis morgen, ne? Das ist immer die Frage. Ich habe es noch nicht getestet. Mal gucken, ob der englische Hack, ob da alles klappt und so weiter. Oder ob ich erstmal mir eine Woche lang Viren vom Rechner wieder putzen muss, nachdem ich versucht habe, das zu machen. Müssen wir erstmal gucken. Aber das ist der Plan. Der Plan ist, dass es morgen um 18 Uhr schon mit Sweet Home losgeht. Und dann so lange, bis wir mit Sweet Home durch sind oder wir den nächsten Bonus erreicht haben. Dann geht's gleich weiter mit dem nächsten. Der High ist ganz schön krass, ey. Der hat uns fast one-hitted, aber zum Glück nicht ganz. Am besten ganz viel Teile der Resi-Reihe, immer mehr davon. Ja, das ist ja sowieso der Plan. Also falls ihr das noch nicht wisst, der Plan ist sowieso, dass wir alle Resident Evil Teile durchspielen. Das ist gerade so ein bisschen der Event, der wahrscheinlich ein ganzes Jahr lang gehen wird. Wahrscheinlich wirklich ungefähr ein Jahr oder sogar länger. Wir spielen wirklich jetzt vom ersten Teil bis zum Resident Evil 4 Remake alle Teile der Reihe nach durch. So in der Reihenfolge, in der sie erschienen sind. Auch die super weirden Spin-Offs. Das Einzige, was ich tatsächlich nicht mit reingerechnet habe, sind die weirden Handyspiele, die irgendwie in teilweise Japan exklusiv irgendwo mal erschienen sind, wo man irgendwie auf so einem Schießstand einfach nur auf Zombies schießt oder wo man übers Tastenfeld so Whack the Mole mäßig, ne, die Tasten schnell drücken muss, wo Monster erscheinen, die ausgenommen. Ich meine die für Konsole erschienen sind oder für Handhelds. Und es gibt einen Teil, der leider indiziert ist in Deutschland und ich schätze mal, der ist leider immer noch indiziert. Und ich habe zwar mal auf YouTube geguckt, den Let's Playen irgendwie alle, es ist anscheinend scheißegal, aber ich habe trotzdem Skrupel, weil wenn das theoretisch jemand anzeigen würde, hat das keine unerheblichen Konsequenzen unter Umständen, ne? Deswegen werden wir den leider auslassen müssen, befürchte ich.
hilft leider nichts. Oder, es sind ja Österreicher anwesend, ne? Ich kann natürlich euch Videos aufnehmen, Let's Plays aufnehmen und schicken, damit ihr die auf den österreichischen Let's Play-Kanal hochladet, wo ich als Gast bin. Das wäre dann absolut unproblematisch juristisch. Paradoxerweise ist das so in unserer globalisierten Welt. Das wäre ein Schlupfloch. Aber sonst ist es doof. Mochma. Ja, Operation Raccoon City. Bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Dass ich mich drauf freue, wäre zu viel gesagt, ne? Aber ich bin sehr gespannt drauf. Definitiv. Ein kleiner Schlüssel. Na gut, dann gehen wir jetzt mal noch in Raum 003 und dann müssen wir uns mal um die Pflanzenwurzel kümmern, würde ich sagen. Nee, sondern in der Reihenfolge, in der sie erschienen sind, spielen wir es. Wenn wir jetzt mit Resident Evil 1 durch sind mit beiden Playthroughs, spielen wir das Original Resident Evil 2. Ich habe da schon die GameCube-Version vorbereitet. Die steht schon in den Startlöchern. Und genau, dann geht's mit Original Resident Evil 2 weiter, dann Resident Evil 3. Und ich glaube, dann kommt Survivor. Dann kommt der erste weirde Spin-off, den ich tatsächlich noch nie selber gespielt habe. Das wird wirklich ein neues Erlebnis für mich auch. Ich bin gespannt, wie schlimm es wirklich ist. Ich habe nur nicht besonders Gutes davon gehört. Sehr gespannt. Und ich glaube, dann kommt dann schon Code Veronica. Könnte sein. Könnte sein, dass dann schon Code Veronica kommt. Und so weiter, ne? Bis wir mit allem durch sind. Komplett. Tutti completi. Und das ist jetzt eben das Bonussystem, das ich mir überlegt habe, wo wir eben das Ziel von Sweet Home jetzt heute schon erreicht haben. Während ich ein Spiel spiele, wird es immer zu dem Spiel passend Bonusziele geben, die dann noch zusätzlichen Content, zusätzliche Streams, vielleicht auch zusätzliche Let's Plays freischalten. Wie eben jetzt zum Beispiel Sweet Home passend zu Resident Evil 1. Genau, also am Stück im Sinne von jeden Dienstag ein Stream und jeden Tag ein Let's Play. Nicht 24 Stunden durchgehend. Dann bin ich tot. Müsste nach Resident Evil 2 nicht sogar Survivor kommen? Ich glaube, 3 war zuerst, aber das kann man ja nochmal gucken. Das weiß ich nicht genau. Zockst du auch die Lightgun-Teile? Ja, genau. Eben nur ein davon höchstwahrscheinlich, weil der andere ja leider indiziert ist. Aus vollkommen unerfindlichen Gründen, weil die inhaltlich identisch sind. Die Gewaltdarstellung ist identisch, die Grafik ist identisch, aber ist halt leider so. Ist halt leider blöd. Sie haben dies gerade benutzt. Schlüpferschlüss. Dieser Schlüssel ist jetzt nutzlos. Punkt. Wegwerfen? Ja. Dankeschön. Ich habe früher tatsächlich öfter 24-Stunden-Marathons gemacht, aber das ist schon... Boah, ey, da konnte man mich danach halt wegschmeißen. Da konnte man schon die letzten 8 Stunden vom Stream schon wegschmeißen. Ich glaube, da hatte keiner was davon. Aber tatsächlich, ich sitze jetzt hier immer noch in unserem Wohnzimmer quasi, ne? Uah! In meinem Übergangsbüro, weil das obere Büro muss erst renoviert werden. Aber wenn das fertig ist und wenn da alles funktioniert und so weiter und cool ist, kann ich mir sogar vorstellen, dass ich dann auch tatsächlich ein bisschen länger hier auf Twitch streame. Ein bisschen mehr Zeit mit Streams verbringe. Und dann sind wir auch dementsprechend schneller durch, natürlich. Ich will halt natürlich auch den YouTube-Kanal nicht vernachlässigen, obviously, den Lore-Kanal. Lance Good Bad Rider. Das muss ich natürlich gucken vom Balancing her. Dass nix ins Hintertreffen gerät. Wegen dem anderen. Auch immer alle Runs Modi, also Chris, Chill, Leon, Claire oder nur einmal pro Spiel. Also hier haben wir es jetzt tatsächlich so gemacht, dass ich es mit Chill schon durchgespielt habe und jetzt spielen wir es nochmal mit Chris durch. Bei Resident Evil 2, glaube ich, werde ich es aber dann beim B-Szenario belassen. Da werde ich nicht A, B, also A, Leon, B, Claire und dann A, Claire, B, Leon machen.
glaube ich zumindest nicht, dass wir das machen. Ich glaube, das reicht, wenn wir da einmal, ne, zum Beispiel mit Leon durchspielen, mit Claire Chill, mit Claire Chill, ich komme schon ganz durcheinander, mit Claire den B-Run. Ihr wisst schon, was ich meine, um Gottes Willen. Aber ja, grundsätzlich werde ich schon die verschiedenen Möglichkeiten, die man im Spiel hat, spielen, ja. Chris ist wohl vom Waschbecken enttäuscht, weil gerade die Animation kam ja anscheinend. Genau, Leon, Claire, ich kann nicht mehr reden, Leute. Leon A, Claire B. Das ist der Plan, den ich aktuell habe, ja. Gut, ich weiß, was ich das nächste halbe Jahr anschaue. Ich habe mal durchgerechnet, wenn wir für jeden Resident Evil Teil 10 Stunden brauchen. Und ich finde, das ist sogar noch eine relativ, ne, nicht übertriebene Schätzung. Also es kann sogar sein, gerade in den letzteren Teilen dann, dass wir im Schnitt sogar länger brauchen. Vor allem, wenn ich immer die A- und B-Szenarios beziehungsweise zwei Playthroughs mache. Dann sind wir da tatsächlich ein bisschen über ein Jahr beschäftigt mit dem Tempo, das wir aktuell haben. Also, ja. Gut. Weechart-Bericht. Wie ich bereits in meinem letzten Bericht schilderte, gibt es ein paar gemeinsame Besonderheiten, die wir in den Zellen der Pflanzen gefunden haben, die vom Tyrant-Virus infiziert wurden. Wir haben außerdem mit Hilfe einiger Experimente eine weitere interessante Tatsache festgestellt. Wir fanden eine Substanz, die Pflanzenzellen rasch zerstörten, in UMB Nummer 16, einer Chemikalie aus der UMB-Serie, die wir bei diesen Experimenten eingesetzt haben. Diese UMB Nummer 16 bezeichneten wir als Weechart. Nach unseren Berechnungen wird es weniger als 5 Sekunden dauern, um die Pflanze 42 zu zerstören, wenn wir das Weechart direkt auf die Wurzeln aufbringen. Wobei das überhaupt nicht funktioniert, ne, dann in Wirklichkeit, aber gut. Um Weechart, da fehlt noch ein bisschen Pumpgun-Massage. Um Weechart herzustellen, muss man einige Chemikalien der Serie UMB in einer bestimmten Reihenfolge mischen. Die Chemikalien der UMB-Serie können allerdings ein giftiges Gas erzeugen, das für einen menschlichen Körper sehr gesundheitsschädlich ist. Beim Umgang mit diesen chemischen Substanzen ist daher äußerste Vorsicht geboten. Nachstehend sind die verschiedenen Arten von Chemikalien der UMB-Serie angegeben, sowie eine knappe Beschreibung. Slinderex Wagtoth, vielen, vielen Dank für die 100 Bits. Kam da gar kein Alert? Oder habe ich den nur nicht mitbekommen? Da ist er. Ich habe mich. Aber da kam gar. Ich weiß nicht. Danke auf jeden Fall. Super cool. Diese Alerts immer. UMB Nummer 2 rot. UMB Nummer 4 grün. UMB Nummer 7 weiß. UMB Nummer 13 blau. NP003 lila, gelb 6 gelb. Anregender Geruch. Das gehört wahrscheinlich noch zu UMB Nummer 13, keine Ahnung. Weechart UMB Nummer 16 braun. Jetzt fehlt ein Buch. Das ist einfach eine der besten Nachrichten überhaupt. Ich habe ein Buch aus dem Regal genommen. Jetzt fehlt ein Buch. Das ist so Patrick Star irgendwie. Und dann steht Chris auch noch so davor, so, ich habe hier ein Buch rausgenommen und jetzt fehlt ein Buch. Magie. Wie kann das sein? Nee, wirklich nicht? Kann man das nicht verschieben? Sieht so aus, als sollte man es verschieben können. Aber das. Doch. Und wie man das verschieben kann. Ach so, ich verstehe schon. Ja, alles klar. Ich hole das rote Buch und halt die Klappe. Alles gut. So. Ah, Resi 7 mit VR. Oh Gott. Ich habe PlayStation VR 1 hier sogar. Aber ich spiele es lieber ohne. Mir wird leider schlecht von VR. Das ist echt schade, weil ich finde es super faszinierend und cool. Aber ich glaube, ich halte keinen 3-Stunden-Stream durch mit der Brille, ohne dass mir kotzübel wird. Leider. Und es ist so super gruselig. Resident Evil 7 gehört ja sowieso zu den gruseligeren Resident Evils, würde ich sagen. Und das mit VR-Brille ist schon ganz schön,
krass, finde ich. Schon wow. Ich habe immer erregender Geruch gelesen. Ah, ein freudscher Verleser wahrscheinlich. Was verschieben wir auf später? Oder gilt das nicht mir? Ach so, das Regal verschieben wir auf später. Das ist ein cooler, cleverer Wortwitz. Danke dafür. So. Ich würde mir vor Angst in die Hosen machen. Ja, ja, ich hab tatsächlich Resident Evil 7 mit VR-Brille gespielt, hab's angefangen und ich sag mal so, die Übelkeit war nicht der Grund, warum ich wieder aufgehört habe und warum ich ohne gespielt habe. Die Angst war schneller als die Übelkeit in dem Fall. Das ist schon sehr krass in VR, das ist schon sehr krass, Resident Evil 7 in den dunklen, moldüberwachsenen Passagen. Acht? Ist 8 in VR noch erschienen eigentlich? 8 nicht, oder? Oder doch noch? Ich weiß es gerade gar nicht mehr, ob 8 noch... Oder, nee, warte mal, ist das nicht auch für PlayStation VR 2 dann erst angekündigt worden, 8, oder? Das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Aber ich überlege wirklich, Leute, auch wenn's voll bescheuert eigentlich ist. Chris, was machst du da? Chris ist nicht der Klügste. Chris! Rebecca, no, it's no use. The roots of it are in the basement. You can... Whoa! Chris! Ich finde oben dieses Gewächs da, ne? Oh mein Gott! In order to make the potion and kill the root. Rebecca, please! Ich hab gerade so einen Moment. Es ist so obvious, aber ich hab's noch nie verstanden. Ich hab's nie verstanden, Leute. Das ist gerade crazy. Ich dachte immer, ich bin immer davon ausgegangen, dass... Jetzt passt mal auf. Ich dachte immer, dass das, was wir da gerade gesehen haben, was Chris gerade gepackt hat Pflanze 42 ist. Ne, das ist der Kern der Pflanze 42 und von da aus geht alles andere ab und so weiter. Ne? Das war für mich selbstverständlich und ich habe jetzt gerade in dem Moment verstanden, dass das nur eine von diesen glühbirnenartigen Knospen ist, aus der die Tentakel kommen. Das ist quasi nur ein Fortsatz von Pflanze 42, wo die Basis von dieser Pflanze ist und wo die tatsächlich steht und wo der Stamm ist oder so, ne, wo der Ursprung ist, das erfahren wir überhaupt nicht in Resident Evil 1. Wir sehen so ein bisschen Gewächs überall und wir sehen die Wurzeln im Keller und wir sehen diese eine Knospe, gegen die wir als Boss kämpfen. Wir kämpfen gegen eine Knospe von der Pflanze und nicht gegen den Kern der Pflanze. Wisst ihr, was ich meine? War euch vielleicht eh allen vollkommen klar, aber ich habe das jetzt erst gecheckt. Crazy. Hey, wenn ich schon mal hier bin, speichere ich jetzt mal schnell. Das ist eine gute Gelegenheit, um mal schnell zu speichern. Weil man weiß ja nie bei solchen zeitintensiven Dingen. Man weiß ja nie, wie lange ich jetzt brauche, um das Rätsel zu lösen. Oh, das dachte ich auch immer. Man würde gegen die Pflanze an sich kämpfen, ne? Dachte ich eben auch. Aber wenn man genau liest und genau hinguckt, ist das eben wirklich nur so eine Knospe von dieser Pflanze. Von der es, zumindest wenn man das Dokument liest, angedeutet mehrere gibt. Wir kämpfen nur gegen eine davon, oder? So habe ich das gelesen. Weiß ich aber nicht. Na wohl, es könnte auch im Text, na, könnte man schon auch so lesen, dass es tatsächlich nur diese eine gibt. Ja, kann schon sein. Okay, gut.
leere Flasche. So fühle ich mich gerade, weil ich das all die Jahre nicht gecheckt habe. Noch eine leere Flasche. Und noch eine leere Flasche. Hätte man das nicht vorher herstellen können? Weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn man mit Chris ans Regal geht und versucht, das herzustellen, dass Chris dann sagt so, boah, davon verstehe ich nichts hier. Ich glaube sogar, so ist es. Kann das sein, dass das so ist, dass Chris, wenn man an die Regale geht, sagt so, naja, davon verstehe ich nichts, davon lasse ich lieber die Finger oder sowas in der Art. Er kann nicht Klavier spielen, er kann keine Chemikalien mischen, er kann keine Schlösser öffnen. Was kann er eigentlich? Irgendwas steht dort auf der Wand. 2 plus 1, 1 plus 2, 3. Okay, machen wir Schritt für Schritt. Erstmal 1 plus 2 ist 3. Das heißt, wir brauchen jetzt 2. Nein, geh weg. Und 2 ist rot. Wir brauchen rot. Ach so, da steht auch die Nummer dabei. Okay. Ach guck, noch eine leere Flasche. Chris kann ballern und Steine verprügeln. Das stimmt, das kann er gut. Just Smithy! Bam! Vielen, vielen Dank für die Bits. Sehr nett von dir. Okay, UMB Nummer 2. In die leere Flasche füllen, bitteschön. Tada! So, jetzt habe ich irgendwo schon Wasser drin, ne? Und Wasser ist 1. Das heißt, jetzt haben wir NP3. Soll das so heißen? Ich hoffe es. Und jetzt machen wir 3 plus 4. Und 4 kriegen wir, wenn wir 2 und 2 kombinieren. So, nochmal das Ganze. Wirst du die Originalen und die Remakes spielen? Ja, genau. Ich habe mir gedacht, Spiele, die sehr ähnlich sind, wie jetzt zum Beispiel Code Veronica oder Code Veronica X, die werde ich nicht separat spielen, weil bei X irgendwie 3 Minuten Cutscene hinzugefügt wurden oder so. Ne, da spielen wir X und fertig. Aber ich finde, das Resident Evil 1 Original und Resident Evil 1 Remake sind weit genug voneinander entfernt, dass man die als separate Spiele spielen kann. Ja, das werde ich machen. So, nochmal kurz, um auf Nummer sicher zu gehen, damit ich hier keinen Fehler mache. 3 plus 4 ist 7. Gut, dass ich nochmal geguckt habe, dass 3 plus 4 7 ist. Okay, warte mal. So funktioniert das nicht. Hä? Was? Wenn ich zweimal das gleiche zusammenschütte, macht Sinn, dass irgendwie nichts Neues draus wird, ne? Muss ich zugeben, dass das nicht sehr logisch ist. Wenn ich 2 Liter Wasser zusammenschütte, habe ich immer noch Wasser am Ende. Verdammt. Dann stehe ich gerade auf dem Schlauch und ich weiß nicht mehr, wie ich 4 kriege. Kriege ich 4 irgendwo im Regal dann, oder? Da ist wahrscheinlich 4. Ja, genau, das war's. Ja, okay. Das ist schon gut. Okay, jetzt haben wir 4. Genau, steht im Regal. Ich habe schon gesehen, dankeschön. Also, 3 und 4. So, jetzt aber. Jetzt haben wir die Nummer 7. Jetzt brauchen wir noch 2 und 4, okay. 2 habe ich ja schon in der Flasche, also nochmal 4 holen. Chris, vorher die Mischung probieren, ob es gut ist. Wahrscheinlich, ja.
So würde man original Chris einschätzen, ne? Dass er erstmal so einen Finger reinsteckt und so. Hm? Scheint ein Pflanzengift zu sein. Schmeckt typisch toxisch. So, jetzt haben wir 6 und 7 und die kombinieren wir jetzt, oder? Sechs und sieben ist 13. So. Und jetzt brauchen wir nochmal eine 3, oder? Also nochmal Wasser und 2 plus 13. Okay. Genau. Chris wird währenddessen leer gezuzelt wie eine Weißwurst beim Frühshoppen. Aber was will man machen, ne? Hilft ja nichts. Okay. 1 plus 2 ist 3. 3 plus 13 ist Witchold. Da. Sehr gut. Der kuschelt nur. Vielleicht. Ich glaube, die Pflanze will gar nicht Blut. Das haben nur die bösen Umbrella-Wissenschaftler wieder hineininterpretiert. Die will Liebe, die will Zuneigung, das, was sie von den Wissenschaftlern nie bekommen hat. Deswegen kuschelt sie Chris so. Wesker ist official Schlangensänger als Tarnung. Den verstehe ich nicht. Ah, der war auch nicht an mich gerichtet. Na gut. Okay, gut. Gehen wir in den Keller. Guck mal. 4 Schuss. Tatsächlich. Sie hat sich die Munition gemerkt. Also, die hat wirklich Munition verschossen. Also, die ich in der Villa... Ihr wisst, was ich meine. Die hätten wir uns sparen können. Aber brauchen wir jetzt hier, glaube ich, auch nicht. Spawnt der neue Gegner? Nee, oder? Moment. Muss ich... Nee, stimmt schon. In Zimmer 2, nicht in 3. Okay. Oder? Ich glaube schon. Oder? Warte mal. Okay, stimmt schon. Hi, Albert Wesker, wie geht's? Albert Wesker, ich will dich nicht spoilen, aber ich habe am Ende dieses Spiels schlechte Nachrichten für dich. Aber dazu kommen wir noch. Das sieht aus wie die Wurzeln einer Pflanze. Schöner Effekt. Was war das für eine Sequenz? Oh, guck mal. Chris muss gar nicht gegen die Pflanze kämpfen im Original. Cool. Anscheinend. Oh, oh. Oder etwa doch. Ich habe mich schon gewundert. Pflanze. Aber ich komme nicht dran, dammit. Ich bin jetzt gar nicht auf den Kampf vorbereitet, Pflanze. Ehrlich nicht. Ich bin hier so reingestolpert. Nein, aufhören.
Ich glaube, ich habe meinen Rhythmus gefunden. Aha! Die Knolle ist tot. So, Chris, können wir jetzt da reinschauen oder müssen wir erst das Feuerzeug holen? Nein, jetzt geht's. Okay, ich meine, man kann es verstehen, ne? Wenn irgend so eine Riesenpflanze mit ihren blutsaugenden Tentakeln nach eingreift, dann hat man nicht die Zeit, dass man halb in den Kamin reinkriecht. Ich verstehe das schon. Cool. Hätten wir das auch. Yeah, so much for him. We got to the root of the problem. Saved again. I just... Really, thank you. Die Barry-Munition against living things wäre immer gut, ne? I guarantee it. Well, Chris... This is Richard's radio. We received communication from Brad at the courtyard a little while ago, but he is still flying around in the sky. He obviously couldn't hear our voices. Maybe his radio is broken. I see. Understood. I'll keep it. We should somehow let Brad know we're here. Die Dialoge zwischen den beiden sind leider nicht ganz so nicht ganz so unfreiwillig komisch wie in Chills Kampagne, finde ich. Chill hat schon die besseren Sätze bekommen. At the pharmaceutical room I found a little while ago, I think I will be able to make something. Anyway, Chris, I'm glad you're safe. Ja, ne, die Chill-Dialoge, da waren so viel. Also da ist so viel Comedy-Gold dabei bei den Chill-Dialogen. Einer großartiger als der andere. Ja gut, ne, ich bin sehr gespannt auf... Wesker! Wesker! Er schießt einfach Wespen. Kann ich verstehen. Chris, you're alive. My words exactly. Where's Jill? Aren't you with Jill? I'm sorry. We were attacked by a strange monster. I lost track of her while we were scouting around. I hope she's okay. I see. Well, it's not your fault. This place is crazy. If we stay here, all of us will end up dead. What should we do, Wesker? We have to complete this mission. Whether we escape or stay and look for Jill, we don't have many bullets left, and we can't even protect ourselves. We are still in trouble. Chris, there are a lot of locked rooms in that house. Check them out one more time. There must be a place to hide safely. I'll look around the house a little more. Ich habe schon viele Plätze gefunden, an denen wir uns safely verstecken können. So viel Safe Rooms. Wortwörtlich Safe Rooms. Gehen wir da einfach rein. Ich habe Heilkraut für uns alle. Wir können uns ordentlich einrauchen und einfach warten, bis das alles vorbei ist. Vielleicht verhungern die Zombies irgendwann. Kann ja sein. Ah, Albert Wesker. Ich erkenne das Profilbild. Bist du nicht Mr. Welltil von Blue Sky und Twitch, ne? Daher kenne ich dich, glaube ich. Hallo. So, ja, dann packen wir jetzt unsere Sachen und gehen zurück ins Haus. Sind wir schon fertig im Gartenhaus? Wie kommt eine 18-Jährige in ein Polizeispezialteam? Ich kann es dir nicht sagen. Ich wüsste jetzt gerade auswendig auch nicht, was jetzt Rebecca dafür qualifiziert hat, in so ein Elite-Team zu kommen. Die ist ja auch erst ganz frisch dabei, ne? Aber... Ich meine, Chill ist ja die übelste Super-Elite-Soldatin und so weiter.
Da ist es ziemlich logisch. Da wundert es mich eher, warum die in irgend so eine Polizei-Special Force geht, ne? Die könnte irgendwie wahrscheinlich viel krasseres Scheiß machen. Bei Rebecca weiß ich jetzt auch nicht genau, was ihre Hintergrundgeschichte ist. Lasst mich mal kurz. So viel Zeit muss sein. Die ganzen Schrotflinten-Munitionsstapel vereinen auf einen großen, damit ich einfach mal weiß, wie viel wir jetzt eigentlich haben. Und dann auch gleich, es ist so viel, und dann auch gleich die Schrotflinte nachladen. Die werden wir jetzt dann auch gleich brauchen, so ist es nicht. Also, ne? Die ist schneller verschossen, als man denkt. Falls du mich meinst, dann glaube ich, du verwechselst mich. Ah, okay, dann tut's mir leid. Dann habe ich dich wirklich verwechselt anscheinend. Aber trotzdem schön, dass du da bist. Jill hätte nach Resident Evil 1 das machen können, was Leon in Resident Evil 4 gemacht hat. Ja, easy. Glaube ich auch. Wird innerhalb dieser Serie die Umbrella Corps-Kampagne gespielt. Ja, ja, und auch da bin ich schon sehr gespannt drauf. Okay, passt. Das ist alles, was wir haben, aber ich würde sagen, das ist erstmal gar nicht so schlecht. 57 Schuss Schrotflinte, damit lässt sich arbeiten. Dann lasst uns mal noch ein bisschen Heilung zusammenbasteln. Pistole nehmen wir auch noch mit. Im Herrenhaus ist ja dann eh gleich wieder ein Safe Room, ne? Ich muss mich jetzt gar nicht so übervorbereiten. Aber ich speichere auf jeden Fall mal noch schnell. Ja, die Hunter. Ich fand es mit Chill schon sehr angenehm, dass ich die Hunter einfach mit Barrys Waffen, die sehr effektiv gegen Lebendes sind, wegschießen konnte. Die waren schon sehr effektiv. Da hat Barry nicht so viel versprochen. Aber jetzt mit Chris und der Schrotflinte, das wird nicht easy. Ich habe das gar nicht mehr drin, dass ich die aus der Luft hole, wenn die auf mich zuspringen. Gar nicht mehr. Okay, ich nehme noch den Schlüssel mit. Ich habe auch noch den kleinen Schlüssel, ne? Na, dammit. Ich kann aber nur noch einen Schlüssel mitnehmen. Chris, warum hast du so ein winziges Inventar? Das ist doch eine Unverschämtheit. Na schön, dann gehen wir zurück. Los geht's. Hat das mit Chris seinen 4 Inventarplätzen wirklich nur den Grund, damit es nochmal schwieriger ist? Ja, ja, würde ich schon sagen. Mit den 6, genau. Am Sonntag war ich auf der Polaris gewesen und habe den Synchronsprecher von One Piece getroffen. Aber da wäre ich auch, ich wäre echt auch gerne auf der Polaris gewesen. Aber dieses Jahr hat es weder auf der Gamescom noch auf der Polaris geklappt. Ich hoffe, dass es die nächsten Jahre wieder hinhaut, dass ich da wieder hin kann. Würde mich echt freuen. Vielleicht, wer weiß. This is Chris. Brad, can you hear me? Damn! Wollen wir es nochmal versuchen? Batterie ist noch geladen. Ach gut, aber sonst nichts. Damn! Brot reagiert nicht. Dabei hat Chris so Hunger. Schade, schade. Brot, kopierst du mich? Genau.
Moment. Hä? Ich bin gerade verwirrt. Wartet mal. Muss ich... Ach so, ich muss mit dem Aufzug fahren. Alles okay. Ich dachte, ich bin schon bei der Tür zur Villa. War gerade kurz. Sehr verwirrt. Wirst du das Game spielen bis zum Thanks for Playing? Welches meinst du jetzt? Also ich werde jetzt keine irgendwelche Bonus-Modis oder Knife-Only-Runs oder Ultra-Unsichtbarkeits-Modis oder sowas spielen. Das habe ich nicht vor. Sondern einfach so Casual-Playthroughs. So gemütlich. Ja. Bret Hart, ja, das waren noch Zeiten. Damals war ich war früher echt Wrestling-Fan. Ich hab die WWF und später WWE habe ich lange verfolgt. Im Grunde von genau der Zeit, also ich habe so die Hulk Hogan und Bret Hart Zeit geguckt und dann eine längere Pause eingelegt und bin dann bei Steve Austin und The Rock und so wieder eingestiegen. Die Attitude-Ära, die war ziemlich cool. Hat mir gefallen. Ja, ich überlege mal. Erstens, wie gesagt, gibt es zu jedem Spiel, das wir spielen, zu jedem Teil, den wir spielen, Bonusziele, die es zu erreichen gilt. Also da kann durchaus sein, dass sowas vorkommt. Und ich kann mir schon so Sachen vorstellen wie Mercenary-Modus oder vielleicht auch ein Tofu-Playthrough und sowas. Doch, vielleicht. Aber das weiß ich alles noch nicht. Genau, und sowas wie Resident Evil 1.5 habe ich auch nicht auf meinem Programm, aber ich würde auch nicht ausschließen, dass wir das nicht vielleicht als Bonus mit reinnehmen. Oder wenn wir mit der ganzen Reihe durch sind, dann kann man vielleicht auch so Fan-Mods und geleakte Sachen und sowas noch machen. Kann ich mir schon auch vorstellen. Aber das ist dann frühestens in einem Jahr oder so. Also immer mit der Ruhe. Bam. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe jetzt schon Schiss vor den Gängen, wo irgendwie 2, 3 von denen gleichzeitig sind. Da habe ich gar keinen Bock drauf. AWE ist richtig gut. WWE nicht mehr, also meiner Meinung nach. Ja, glaube ich dir. Ich bin da mittlerweile raus. Ich habe da kein Pferd mehr im Rennen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass der kleinere Konkurrent ordentlich abliefern muss, damit er sich behaupten kann gegen den großen Giganten, der sich auf seinen alten Lorbeeren ausruht. Das kennt man ja. Das ist ja oft so. Au. Ich werde einige Patronen in das Hinterzimmer legen. Benutze sie, wenn es Ärger gibt. Wesker. Danke, Wesker. Er will ja, ne? Spoiler-Alarm. Aber Wesker will ja Kampfdaten sammeln. Oder hat zumindest auch den Auftrag oder so. Oder gehört ja irgendwie noch zu Umbrella so ein bisschen aktuell. Obwohl er vielleicht schon seine eigenen Pläne schmiedet. So ganz genau weiß man das noch nicht im ersten Teil. Hier jetzt im ersten Teil, den wir gerade spielen, war ja das alles mit Wesker noch nicht geplant. Der sollte hier eigentlich sterben. Und dann, ne, kämpft man gegen den Tyrant und dann hat sich das Ganze erledigt. Dass Wesker da irgendwie überlebt hat und dass man dann gegen... Also dass der dann quasi schon... als Kind so ein Versuchskaninchen für den Progenitor-Virus war und das alles, das gab's ja alles damals noch nicht. Das war ja noch nie der Plan hier im Original Resident Evil. Da war der einfach der Verräter im Team und fertig. Hm.
Deswegen greift da, finde ich, auch manches nicht so hundertprozentig gut ineinander von der Story her. Weil es halt nachträglich dazu gedichtet wurde. Der Wesker wurde ja mindestens schon zweimal auch geretconnt, ne? Also neu geschrieben, teilweise zumindest einzelne Stellen seiner Geschichte. Okay, wir haben den Schlüssel, wir haben die Pumpgun, wir haben Heilspray. Wie viel Speicherbänder habe ich denn? Ich glaube, so viel habe ich nicht mehr, oder? Ich würde fast gern nochmal speichern, auch wenn ich gerade erst gespeichert habe eigentlich. Aber wir haben unser Inventar so schön aufgeräumt. Habe ich wirklich nur noch zwei? Eieiei. Wir haben wirklich nur noch zwei. Naja, dann benutze ich jetzt eins. Was soll's. YOLO. Wird schon gut gehen. Wir finden noch mehr. Ich wüsste sogar, wo in der Villa mindestens noch ein paar rumliegen, wenn es sein müsste. Aber jetzt hier mit den Huntern und so, ne? Das ist gefährlich. Nein, was? Das Wesker im Vulkan kämpft, war von Anfang an geplant. Ja, das stimmt. Ich glaube auch. Als sie das Skript für Resident Evil 1 geschrieben haben, war denen schon klar, dass dann in Resident Evil 5 das große Finale im Vulkan kommt. Ich glaube auch. Retcons bei Resident Evil? Kann gar nicht sein. Nee, stimmt. Es ist ja auch, Capcom ist ja auch echt verwirrend in der Kommunikation, was die offizielle Lore von Resident Evil angeht. Weil die sagen halt einfach, wenn man sie darauf anspricht, ja, alles ist Canon. Alles. Das Original Resident Evil 2 ist Canon, wo Leon irgendwie sich von seiner Freundin trennt und sich besäuft und deswegen kommt er zu spät. Und die neue Geschichte ist auch Canon, wo Leon nicht deswegen zu spät kommt, sondern wo er, ich weiß gar nicht mehr, was im Remake die Begründung ist, aber auf jeden Fall eine andere. Auch eine bessere, würde ich sagen, aber halt trotzdem. Beides ist Canon. Es gibt halt irgendwie jetzt ein Resident Evil Paralleluniversum einfach. Wie bei Walt Disney. Ja, genau, wie bei Star Wars, bei Disney Star Wars. Wo alle alten Comics plötzlich diese Legenden geworden sind, die vielleicht schon auch irgendwie wahr sind, aber wenn die Hauptfilme widersprechen, dann ist es nicht mehr wahr, so ungefähr, ne, die Legenden. Oh. Okay, passt schon. Ich sollte nur einmal schießen, glaube ich. Oh, oh. Nein, ganz schlecht. Oh, ich wollte gerade sagen, jetzt hilft's nichts mehr. Drauf halten und hoffen, dass die vor mir stirbt. Hat geklappt. Wenn die Schlange nicht gewesen wäre, wäre Weskers wunderschöner Plan total ruiniert gewesen, weil dann hätten wir nie das Loch gefunden und wären nie weitergekommen. Es ist so dunkel, man sieht nichts. Hinunterspringen. Ein ziemlich creepy Moment, wenn man das zum ersten Mal spielt. Jetzt liegt Pflaummus auf dem Boden. Aber das finde ich schön irgendwie, dass wirklich die Blutlache auch so liegen bleibt, wie wir die Schlange besiegt haben. Das ist irgendwie ein netter Touch, gerade für die Zeit so technisch auch.
hinuntersteigen. Die Ashoka-Serie habe ich mir noch nicht angeguckt. Da habe ich tatsächlich sehr Gutes, aber auch sehr Schlechtes davon gehört. Da bin ich gespannt. Aber ich bin riesen Mandalorian-Fan. Ich glaube, Riesenfan ist übertrieben. Das ist jetzt ein bisschen viel, aber ich finde die Serie schon sehr, sehr gut. Wenn ich schon Schrotflintenmunition verschwende für die Zombies, versuche ich die zu headshotten wenigstens. Ich bin ganz zufrieden, dass wir immerhin noch über 50 Schuss Schrotflinte haben. Das ist okay. Die beste Serie bleibt Ash vs. Evil Dead. Davon habe ich tatsächlich nur 2 Folgen oder so gesehen. Die hat mich dann irgendwie nicht mehr interessiert. Aber lustig ist das natürlich schon. Ich meine, es ist voll kultig und so, ne? Aber das war nicht so meins. Da bleibe ich lieber beim Film. Bei dem einen nicht indizierten. Hi Zero Cool. Schön, dass du da bist. Die Musik ist ja so dramatisch. Ich habe mir das heute Nachmittag wieder gedacht, ich habe jetzt schon Schiss vor den Crimson Heads, wenn wir dann mal zum Remake kommen. Ich habe jetzt schon, oh Gott, das wird super. Sag bloß, du bist jetzt nicht gestorben. Oh, come on. Schrotflintenschuss verschwendet und dann lebt er noch. Aber ich wollte nicht nochmal drauf schießen, da lasse ich mich lieber beißen. Come on. Kleiner Schlüssel. Ich habe offensichtlich irgendwelche kleinen Schlüsseldinger nicht geöffnet. Also zu dem Star Wars Thema eben war beschäftigt. Die neuen Teile werden auch viel gehatet, weil es cool ist, die neuen Teile scheiße zu finden. Leute finden nicht cool, dass eine Frau in den Hauptfokus gerückt ist und mit 50er haben das CDU-Abstoßgefühl bekommen. Das war schon immer so und früher war alles besser. Ich finde die... Hi übrigens, Momo. Ich finde die neuen Star Wars-Teile auch wirklich nicht scheiße. Ich finde, man merkt sehr stark, dass die leider halt ohne Konzept gemacht wurden, ne? Ohne vorheriges Konzept. Und dass da sehr viel halt irgendwie zusammengeschustert wurde, was vorher nicht geplant war. Und dass sich da die beiden Regisseure gegenseitig irgendwie reingeschrieben haben, so. Und das nervt sehr stark. Hätten die mit einem besseren, klareren Konzept da irgendwie das Ganze gemacht, hätte das was viel Besseres werden können. Aber ich finde die auch nicht scheiße. Ganz ehrlich, ich finde die nicht schlechter als die Prequels. Und die Prequels fanden damals auch alle furchtbar scheiße. Es war ein riesen Hate, bis dann die Generation, die mit denen aufgewachsen ist, erwachsen wurde. Und seitdem sind die so ein bisschen abgekultet. Und wahrscheinlich wird es mit den Sequels auch so sein. Ich habe auch das Gefühl, dass da sehr viel reingehatet wird, ungerechtfertigterweise, finde ich auch. Hallo, Granny. Muss ich jetzt hier schon beim Aufzug was machen? Ich glaube schon. Ich glaube, der Aufzug fährt nur von hier aus, ne? Irgendwie sowas. Ich hätte jetzt schon gerne die Pistole dabei. Blöde Zombies mit Pumpgun erschießen. Voll die Verschwendung. Ist Episode 1 der Prequels nicht eh schon absolut überflüssig gewesen? Ja, ich muss echt sagen, ich habe früher Episode 1 auch ziemlich gehatet, aber mittlerweile mache ich das nicht mehr, weil ich finde es immer bescheuert, wenn man irgendwie
so einen Kreuzzug gegen irgendwas führt, das man persönlich nicht mag. Während andere das halt schon mögen. Und das ist ja auch vollkommen fein, ne? Deswegen sage ich eigentlich nur noch, dass ich mit denen nichts anfangen konnte. Also Episode 1 mag ich nicht und die Prequels grundsätzlich fand ich damals, war nicht das, was ich erhofft hätte. Aber es ist mir auch wurscht. Das ist genauso Star Wars wie alles andere. Star Wars ist komplex. Star Wars hat viele Gesichter mittlerweile. So ein bisschen wie Resident Evil. Wo ich auch niemand bin, der irgendwie sagen würde, Resident Evil 4 oder 6 oder was weiß ich, was ist kein echtes Resident Evil mehr. Das ist mir wurscht. Das ist alles cool. Man darf, die dürfen ruhig gerne rumprobieren bei Capcom und Sachen testen und mal wird's cooler und mal nicht so cool. Aber es entwickelt sich halt weiter. Passt schon. Ich meine, wenn wir ehrlich sind, es steckt zwar hinter den einzelnen Resident Evil Spielen stecken oft sehr coole und kreative Leute, aber darüber steckt einfach die gleiche Firmenchefetage wie zum Beispiel auch bei Disney. Und da geht es nur um Zahlen und nur ums Ausschlachten der Lizenz. Und das sieht man auch immer wieder in Multiplayer-Teilen und so weiter. Also ja, mein Gott, mitnehmen, was einem gefällt und das andere kann man ja einfach ignorieren. Ist meine Philosophie. Sammelmappe! Raccoon Times, 27. Mai 1998, Angriff durch Tiere, Frau verstümmelt. 20. Mai gegen 22 Uhr wurde am linken Ufer des Marvel Rivers im Bezirk Cinder von Raccoon City der Körper einer etwa 20 Jahre alten Frau von einem Spaziergänger gefunden. Die Polizei von Raccoon, oder warte mal. Die Polizei von Raccoon City vermutet, dass es sich mit dem Werk eines Grizzlies oder eines anderen Tiers zu tun hat. Denn entlang der verstümmelten Arme und am linken Fuß fand man Gebissabdrücke, die von enormer Kraft zeugen. Da die Frau an ihrem verbleibenden Fuß einen Wanderschuh trug, konnte festgestellt werden, dass sie in den Argley-Bergen angegriffen wurde und in den Fluss fiel. Man sucht nach Hinweisen, die helfen, die Frau zu identifizieren. Raccoon Weekly, 16. Juli 1898. Monster in den Arklebergen. Einige Leute behaupten, dass sie in den Arklebergen Monster gesehen hatten. Angeblich sind diese Monster ungefähr von der gleichen Statur wie große Hunde und möglicherweise in Rudeln unterwegs, die wie Wölfe es tun. Das hört sich vielleicht nach einer Gruppe gewöhnlicher wilder Hunde an, doch diese Monster sind angeblich erstaunlich aggressiv und man kann ihnen kaum Schaden zufügen. Es heißt, diese Hunde würden niemanden belästigen, solange man sie nicht aufweckt. Unsere klugen Leser sollten also möglichst, unsere klugen Hörer sollten also möglichst in der nächsten Zeit in den Arklebergen, von den Arklebergen fernbleiben. Wenn sie jedoch auf Abenteuer aus sind, kundschaften sie selbst. Das ist die dümmste Zeitung, die ich einfach jemals gelesen habe. Dass da einfach in diesem Zeitungsartikel ein Bericht ist über Mordfälle. Da sind Leute literally gestorben mit Bisswunden und so weiter. Und dann schreiben die so, ja, aber wenn sie auf Abenteuer aus sind, ey, dann erkunden sie doch einfach mal das Gebiet auf eigene Faust, wenn sie sich trauen. What the fuck ist denn los? Hallo Katmo, wie geht's? Vielen, vielen Dank. Freut mich sehr, dass dir meine Videos gefallen. Hab dich heute den ganzen Tag beim Putzen geschaut. Sehr cool. Das freut mich. Klingt ein bisschen wie Staumeldung im Radio. Ja, genau. So oft, da wollte ich drauf hinaus, so ungefähr. Okay. Raccoon Time, 9. Juli 1998. Rätsel in den Arklebergen. Bergstraße gesperrt. Aufgrund mehrerer Unglücke in Folge, die in den Arklebergen passierten, haben die Behörden der Stadt beschlossen, oh Gott, ich kann auch nicht mehr lesen, die Straße zu den Gebirgsausläufern zu sperren. Zur selben Zeit bestätigt das die Polizei von Raccoon mit, nein, zur selben Zeit beabsichtigt die Polizei von Raccoon mit der Suche nach vermissten Personen zu beginnen. Mit der Hilfe der Mitglieder des STARS-Teams. Man erwartet beträchtliche Schwierigkeiten wegen der riesigen Ausdehnung der Arklebirge und des urzeitlichen Waldes, der den größten Teil des Gebiets bedeckt.
Es erreichen uns immer wieder Berichte von Leuten, die groteske Ungeheuer in den Bergen gesichtet haben wollen. Bei urzeitlichen Wäldern stelle ich mir so brasilianische Urwälder vor, ne? Die in der Nähe von Raccoon City hätte ich nicht erwartet. Hey! Oh! Haha, jetzt habe ich ein neues Abzeichen. Nice! Vielen Dank, Just Smithy, für die 800 Bits. Sehr großzügig von dir. Sehr nett. Dankeschön. Halt, halt, Chris. Nehmen wir weiterschieben, bitte. Ich war schon wieder auf dem 3D-Stick. Ob ich mir das noch abgewöhne, solange wir noch die drei klassischen Resident Evil spielen, mal gucken. Oh, man muss nicht mal die Lampe anmachen. Das wusste ich nicht. Ich dachte, ich muss jetzt noch auf den Schalter drücken. Aber das Hinschieben reicht. Okay, cool. Ich kann nichts mehr aber ich habe zwei Krautzen. Yeah. Das ist also optional hier. Guckt euch das an. Aber gucken wir mal, weil wir... Ich glaube... Ja klar, doch, ich weiß, wo die drei Modisks sind. Kann ich mich noch erinnern? Dann retten wir Chill natürlich auch. So, jetzt muss man schnell gucken. Hier gibt es auch einen Geheimraum. Der ist aber im anderen Zimmer. Genau, okay. Ich unterstütze gern Streamer, mit dessen Content ich so viel Zeit vertrieben habe. Dankeschön, das ist sehr nett von dir. Und sehr löblich. Mache ich auch, übrigens. Oh, ich wollte das nicht daran schieben. Ich habe auch so... in die falsche Richtung geschieben. Ich habe auch so ein paar Leute, die ich einfach cool finde und die ich einfach auch supporte. Wie Auf ein Bier zum Beispiel, den Podcast, wenn ihr den kennt. Da bin ich wirklich ein großer Fan davon. Ich finde es sehr gut, was die da machen. Und auch wenn ich leider schon echt seit über einem halben Jahr keine Zeit mehr habe, die Podcasts zu hören, bin ich da immer noch auf Patreon bei denen dabei. Und irgendwann höre ich alles nach. Habe ich tausende von Stunden. Ich habe dein Akte X Let's Play vor 3 Jahren echt gefeiert. Ja. Ist das schon wieder 3 Jahre her tatsächlich? Krass. Ja, doch, kann schon sein. Habt ihr gewusst, ich wusste das nämlich überhaupt nicht, habt ihr gewusst, dass es ein Akte X Survival Horror Spiel gibt, das sehr stark an Resident Evil erinnert, wo man Mulder spielt, der tatsächlich gegen Zombies kämpft und sowas? Ich nämlich bis vor kurzem nicht. Und das müssen wir uns auch irgendwann mal anschauen, unbedingt. Ist Chill nicht das pure Böse laut eines gewissen Landscape Bird Rider? Kann schon sein. Ich habe sogar Beweise dafür gefunden. Ich habe witzigerweise wirklich zufällig im Nachhinein Beweise dafür gefunden, dass Chill das Böse ist. Ich habe das nur zum Spaß gesagt. Aber ich habe mich... Das ist aktuell ein zeitexklusives Video für alle, die mich unterstützen. Das könnt ihr übrigens, die hier jetzt reingesappt haben, ne? Wenn ihr euer Discord-Profil mit eurem Twitch-Profil verbindet und dann auf meinem Discord-Server kommt, seht ihr da unter Patreons und Unterstützende, heißt der Kanal, findet ihr da die Bonus-Videos, die zeitexklusiven Videos, die ihr euch schon vor allen anderen anschauen könnt. Und auf jeden Fall gibt es da schon ein Video zu den Blutgruppen der Resident Evil Hauptfiguren, weil in Japan haben Blutgruppen ja eine besondere Bedeutung und Chill ist tatsächlich die einzige Figur mit der Blutgruppe B. Und das ist in der japanischen Kultur seltsamerweise, ne, kann man nicht begründen, ist halt einfach so, eine Blutgruppe, die sehr negativ gedeutet wird. Denen werden sehr negative Eigenschaften wie Egoismus und Unhöflichkeit zugeschrieben. Und es ist tatsächlich so, dass heute im Jahr 2023 in Japan Menschen teilweise diskriminiert werden, weil sie die Blutgruppe B haben. Das ist kein Scheiß. Und da gehört Chill dazu.
Das heißt, innerhalb der japanischen Kultur wird Chills Blutgruppe ja ziemlich negativ gelesen und somit ist sie hier auch als Figur so ein bisschen. Das Chill-Böse war nur so ein Scherz aus einem Let's Play von mir. Ich weiß nicht mehr, wie ich da drauf gekommen bin, aber da habe ich dann so einen Running Gag draus gemacht, dass Chill das pure Böse ist. Weil ihre Story ist gar nicht, dass sie überleben will oder so, sondern sie tötet die Zombies nur aus purer Bosheit. Irgendwie so ein Quatsch. Ich weiß es nicht mal mehr. Die anderen Blutgruppen sind recht positiv. Ich glaube, Null sind so geborene Anführer und A sind auch irgendwas Gutes. Also alles ist sehr positiv außer B. Und A, B ist so eine ganz ambivalente Blutgruppe, ne, weil da quasi die sehr positive A-Gruppe und die eher negative B-Gruppe vermischt werden. Und da weiß man nie, das sind sehr, sehr gespaltene Menschen. Ist halt alles natürlich, ne? Ist halt wie Sternzeichen, ist halt alles Quatsch. Aber fand es trotzdem interessant, mich damit zu beschäftigen und da die Resident Evil Charaktere quasi einzusortieren und vorzustellen. Das Video, wenn ihr den Kanal nicht unterstützen könnt oder wollt, dann wird das Video spätestens im Januar, vielleicht schon früher, für alle frei verfügbar werden. Ich weiß nicht mal, was ich für eine Blutgruppe habe, ehrlich gesagt. Das ist was, das sollte man vielleicht sogar wissen, ne? Aber ich weiß es leider wirklich nicht. Nein, jetzt ist die... Das habe ich mit Chill auch schon gemacht, ne? Ich muss die von der anderen Seite, glaube ich, öffnen. Ah, oh, das ist so nervig. Weil da liegt so viel Loot, den ich jetzt holen muss. Aber jetzt müssen wir erstmal in den Safe-Raum und da einsortieren. Ich bin auch ganz böse. Ich kenne meine Blutgruppe auch nicht. Wir wissen, dass Steve das eigentlich pure Böse ist. Steve aus Code Veronica? Oder über welchen Steve reden wir? Muss ich jetzt wirklich in den Keller fahren? Ich glaube, ich muss jetzt wirklich in den Keller fahren und dann die Treppe hochgehen. Ah, und dann wieder zurückkommen. Naja, hilft ja nichts. Was, wenn Chill nach Resident Evil 5 angefangen hat, sich zur Ruhe zu setzen und zu daten? Würde es feiern, wenn ein Resi-Teil so gespielt wird, dass Chill ihre Kinder retten müsste vor der Apokalypse. Ähnlich wie in The Last of Us. Hey, es gibt eine Fan-Theorie. Die finde ich sehr wild. Da gibt es auch wirklich überhaupt keine Anhaltspunkte dafür. Aber scheinbar ist das bei vielen Leuten so eine sehr beliebte Idee, dass Ellie aus The Last of Us die Tochter von Chill ist. Fragt mich nicht, wie die Leute überhaupt drauf gekommen sind, ne? Aber ist anscheinend so. Naja. Danke übrigens, Leute, für den Patreon-Support. Danke für den köstlichen Euro. Freut mich sehr. Über Patreon habt ihr natürlich auch Zugriff auf die zeitexklusiven Videos. Ich hab's ganz vergessen. Hier sind da gleich mindestens zwei, ne? Nein! Der One-Hit-Kill. Ich hab's befürchtet. Ich spul zurück. Aber holy shit, einfach so ein One-Hit-Kill. In my face. Das ist schon sehr gemein, ne? Dass die das können. Und jetzt bin ich ganz schön in der Bredouille hier. Ich hasse Hunter so. Diese Sprünge! Okay, wartet. Solange die mich nicht töten, lade ich nicht neu. Auch wenn es echt beschissen läuft gerade. Damn it.
Ah, Double Kill! Nein, doch nicht! Warum lebt er noch? Oh Gott, ich dachte, es wäre ein Double Kill. Nicht den Kopf verlieren. Meine Güte, Hunter, ey. Hunter sind einfach... Oh, sie haben ihn aufgegessen, mit Haut und Haaren. Sogar das Blut haben sie aus dem Teppich gezuzelt, fein säuberlich. Die müssen einen ganz schön fleckenentfernten Speichel haben. Nicht schlecht. Hallo, Geislein. Jetzt geht das Schummeln los. Ja, stehe ich dazu. Ich glaube, ich habe das letzte Mal im Gartenhaus gespeichert. Da hätten wir alle nichts davon, wenn wir da nochmal anfangen müssten, oder? Nee, ich habe sogar unter der Treppe gespeichert, das stimmt. Aber was soll's. Den Chillrun haben wir ohne Zurückspulen gemacht. So, wo wollte ich eigentlich hin? Ich wollte zu irgendeiner Kiste eigentlich, ne? Es war mir eigentlich egal, zu welcher. Die Hunter. Die sind schon legendary. Ich habe das Gefühl, wenn man die Leute nach ihren Lieblings-Resident Evil-Monstern fragt, dann kommt meistens der Licker. Öfter als der Hunter. Aber Hunter sind schon auch ziemlich legendär eigentlich, ne? Das war schon wieder ein Finisher. Ich glaube, der hat schon wieder zu einem Finisher angesetzt. Um Gottes Willen. So scheiße. Oh! Oh Gott, ey. Seriously. Muss das sein? Eieiei, da müssen wir noch öfter vorbei. Die muss ich töten. Aber jetzt wollte ich einfach nur vorbei. Meine Lieblingsgegner sind und bleiben die Standard-Ganados. Ah, das ist auch eine interessante und gute Wahl. Verstehe ich. Finde ich auch sehr gute Gegner. Ich glaube, wenn es nicht um Nostalgie geht... sondern um Gameplay und Spaß an den Gegnern, würde ich das wahrscheinlich sogar auch sagen, ja? Ja, finde ich gut. Eieiei, wie viel Heilung habe ich denn noch? Aha, nichts mehr, doch, ich habe bestimmt noch Heilung. Eben, ich habe doch gespart extra. Ein bisschen zumindest. Noch zwei Mischungen und ein grünes Kraut. Ja, die Welt auch nicht mehr, ne? Und mein letztes Farbband. Oh Gott, ich speichere jetzt trotzdem. Ich heile mich jetzt und dann speichere ich. Es ist halt echt blöd, ne? Wenn Chris Schrotflinte mit Schrotflintenmunition und Pistole mit Pistolenmunition mitnimmt und dann noch eine Heilung, so ein bisschen... die Basic-Ausrüstung, dann hat er schon nur noch einen Platz frei. Das ist schon gemein. Die Bandersnatch lese ich tatsächlich auch oft. Die sind mir gar nicht so stark in Erinnerung geblieben als irgendwie schlimme oder krasse oder coole Monster. Aber die habe ich auch in meinem Video zu den 10 schlimmsten Resident Evil Monstern, ne? So dieses Halloween-Video. Da habe ich das auch tatsächlich schon öfter gelesen bei vielen, dass der Bandersnatch da so in Erinnerung geblieben ist. Den fand ich immer ein bisschen wacky irgendwie.
Mit seinem komischen Gummiarm. Ich weiß, dass meine Eltern Resident Evil 1 damals im Penny gekauft haben für meinen Bruder. Das war so ein großes Ereignis. Und ich habe dann immer heimlich zugeschaut. Das ist ziemlich cool. Ich kenne Resident Evil tatsächlich auch nur wegen einem Freund von mir. Ich hatte keine PlayStation. Ich hatte den N64. Das sind ja dann... beziehungsweise erst auf den GameCube sind dann, glaube ich, die ganzen Resident Evil-Teile erschienen. Also da hätte ich lange warten müssen, bis ich da rangekommen wäre. Aber zum Glück hatte der eben die PlayStation 1 und da haben wir den zweiten Teil eben durchgesuchtet. Wie blöd und dann natürlich auch alles andere, was verfügbar war. Ist schon cool. Die Egelmänner, die sind zumindest echt gefährlich. Die sind echt nervig. Das waren wirklich noch Zeiten mit Spielen im Discounter. Ich kann mich noch so gut erinnern. Ich gehe heute noch gern in so Märkte rein, so Kaufland oder sowas, ne? Und schaue da durch die Videospielregale, obwohl die Zeiten schon lange vorbei sind eigentlich. Aber ich schaue immer noch gern durch, immer so auf der Jagd nach Schätzen, ne? Früher war das halt so. Ich habe früher tatsächlich, ich weiß nicht mehr, welches Spiel es war, aber irgendein Discounter, ein Real oder so, glaube ich, war das, hat tatsächlich einmal irgendein komplett neues Spiel am Release-Tag falsch ausgezeichnet. Hat das Spiel irgendwie als den Vorgänger, glaube ich, ausgezeichnet oder so. Oder irgendjemand hat sich da vertan. Standen im Regal alle irgendwie für 15 Euro statt 50. Oder Mark, glaube ich, vielleicht sogar noch. Statt 100 Mark, 70 Mark oder was weiß ich was. Und dann habe ich mir gedacht, holy shit, ist das cool. Ja, da kann ich mich heute noch dran erinnern. Das war ein tolles Erlebnis. Und auch so hat man da immer wieder seltsame Rabatte gefunden, die keinen Sinn machen. Ne, super billige Spiele, die man sonst nirgends gefunden hat. In Passau, eben in der Stadt, wo ich geboren bin und wo ich lang gelebt habe, war das so witzig, weil da hatten wir einen Libro. Und Libro ist eigentlich eine österreichische Kette. Aber der Libro hatte immer am ersten Tag, für einen Tag ganz genau, die ganzen indizierten Spiele im Regal stehen. Und dann wurden die erst rausgeräumt. Keine Ahnung, ob das Strategie war oder ob das irgendwie, weiß, eine österreichische Filiale ist, so ist, dass die halt beliefert wurden mit dem österreichischen Zeug, ne? Und dann haben die das rausgenommen, als die erfahren haben, dass das problematisch ist. Aber da konnte ich mich drauf verlassen, dass ich am Release-Tag die ganzen indizierten Sachen kaufen kann. Das war großartig. Oh Gott, das war schon cool. Da ist man auch immer am Release-Tag, bin ich da wirklich durch die Stadt so von Ort zu Ort gegangen, von Laden zu Laden, Mediamarkt, Saturn. Na, Saturn hatten wir damals noch nicht in Passau, aber Müller, Libro, um überall zu gucken, ob es das Spiel tatsächlich gibt. Das war nicht selbstverständlich, dass Spiele am Release-Tag auch wirklich verfügbar sind. Das war immer nach der Schule so die große Abenteuer, die große Schatzsuche, die jetzt beginnt, die Abenteuerjagd durch die einzelnen Läden. Ah, das war cool. Und wirklich, deswegen schaue ich heute noch ab und zu gerne so nostalgisch in solche Läden, obwohl ich weiß, dass es da eigentlich gar nichts mehr für mich gibt. Aber cool, war's schon. Du kommst auch aus Passau, Turnschuhbert. Ach was, schau, dann sind wir uns garantiert öfter mal irgendwo über den Weg gelaufen oder so beim Einkaufen. So, so klein ist die Welt. Wo ich früher noch im Gamingladen gearbeitet habe, hatten wir eine Indie-Box. Ah, okay. Spiele hinter anderen Spielen verstecken. Ja, das kenne ich auch noch, dass die keiner wegkauft, ne, wenn man irgendwie noch Geld holen musste, dass man die Spiele dann nimmt und hinter irgendwelche andere Spiele ins Regal hängt und die davor hängt, dass die ja keiner irgendwie wegnimmt, während man Geld holen ist oder sowas. Cool, cool. Na gut, Leute, ich glaube, dann machen wir jetzt für heute Schluss. Morgen machen wir dann weiter. Morgen, wenn alles klappt, ne? Ich hoffe, es klappt wirklich. Ich streng mich an, es wird schon gehen. Morgen um 18 Uhr hier auf Twitch spielen wir Sweet Home. Das, quasi das Original Resident Evil. Ich bin sehr gespannt auf das Spiel. Ich freue mich echt drauf. Bei diesen Bonusspielen
garantiere ich nicht hundertprozentig dafür, dass wir alle durchspielen. Wenn wir irgendwie mittendrin merken, dass es stinkt langweilig oder scheiße und es interessiert einfach niemanden und mir macht es auch keinen Spaß, dann reicht es mir auch, dass wir mal ausgiebig reinschnuppern. Also mehr als ein Stream oder so wird es schon. Aber gucken wir einfach mal. Ich bin gespannt. Genau, dieser Resident Evil Stream geht morgen auf dem Let's Play-Kanal online und ab dann gibt es wieder normale Let's Play-Folgen quasi. Bis zum nächsten Stream, nächsten Dienstag. Also bis auf Weiteres jetzt quasi nicht mehr nur Dienstag, sondern immer Dienstag und Mittwoch um 18 Uhr hier streamen Resident Evil und Bonus Resident Evil Content wie zum Beispiel Sweet Home. Coolio, Leute. Schön, dass ihr mit dabei wart. Hat mich sehr gefreut. Vielen, vielen Dank für die Bits und die Abos. Vielen Dank, dass wir die 40 Abos geknackt haben und dass wir den Bonus freigeschaltet haben. Das freut mich wirklich sehr. Und auch auf dem Let's Play-Kanal sind wir auf dem besten Weg, dass wir die 4040 Abos zusammenkriegen. Dann wird der zweite Resident Evil 1 bezogene Bonus freigeschaltet. Freue ich mich auch schon drauf. Das schaffen wir, solange Resident Evil noch läuft, glaube ich. Na schön. Bis morgen dann. Gute Nacht. Ciao.